Wunderschönen guten Abend, Ladies and Gentlemen. Hallihallo, schön, dass ihr da seid. Heute bei einer kleinen Runde Stardew Valley mit dem Christian und dem Jonathan und mir, dem Peter. Hallo. Hat ein bisschen gedauert, dass wir weiter zocken, aber jetzt sind wir am Stissel. Okay. Ja, finally. Ja, finally. Hallo Björn und Kami Carsten. Oh, es gibt keinen Ton. Was ist mit Ton? Nee, hallo Marielle und der echte Candice Bunzler, finde ich sehr gut. Und Bobby und McReggie und Tessie. Ich gucke euch in die Seele, weil ich jetzt den Chat, ich habe jetzt auch so ein Ding. Prompter nennt sich das. Ja, Elgato Prompter, genau, Teleprompter, und habe den Chat jetzt da, um euch genau anzugucken. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Lissy gucken möchte, dann gucke ich euch an. Man guckt halt in die Kamera normalerweise, wenn man mit Leuten redet, lieber Chat. Allerdings muss ich sagen, überdeckt dann doch recht viel noch von dem Standardbildschirm eure Chat-Nachrichten. Wie beispielsweise eine Nachricht senden oder der Hype Train sind da noch relativ viel. Ich kann natürlich, Weiß ich nicht, habt ihr da eine bessere Lösung für? Wahrscheinlich nicht, oder habt ihr wahrscheinlich nicht benutzt? Ich hab den manchmal an, manchmal habe ich den nicht an. Ich hab nicht zugehört und weiß nicht, was du meinst. Ich hab den nicht dauerhaft an. Chat, ich guck das ja nicht die ganze Zeit darauf. Ich spiele darauf ja nicht Stardew Valley, nur wenn ach, ich den Chat gucke. Ach, du benutzt auch diesen Prompter? Nee, den brauche ich gar nicht, Peter. Ich finde ihn nice. Wieso ist das creepy, wenn ich in die Kamera guck, Chat? Weil du mich dann hättest du das gar nicht, Peter, hättest du das gar nicht gesagt, wäre das nicht mal aufgefallen, sag ich dir. Ich hab's nur thematisiert, weil es aufgefallen ist. Weil die Leute schon drüber geschrieben haben. Okay. Weil alles, was du liest, guckst du mich ja direkt an. Und wenn du zum Beispiel Sachen im Chat liest, ohne das zu sagen, guckst du mich an, aber sagst nichts, so wie jetzt gerade. Ja, so heißt es so, das ist schon so. Was machst du da? Gut, dann lese ich jetzt, dann gucke ich jetzt so, wenn ich den Chat lese und lese von Schlafmangel, dieser Prompter ist zum Chat vorlesen wirklich meiner Meinung nach furchtbar creepy. Du bist furchtbar creepy, nein. Wenn du mich so anguckst, dann denke ich immer, du siehst, dass ich hier ohne Hose sitze. Verstehe ich. So, also ich soll verstehen, ne? Ihr habt Einladungscode, ich bin schon am Arbeiten. Ich bin drauf. Ja, mach du mal arbeiten, schmarbeiten, sag ich immer. Ich will die Zeit da auch drum kriegen, sag ich mal. Die Leute sehen es auch schon. Ein bisschen weniger. Ich glaube, ich habe Stardew Valley noch nicht. Ey, ich bin zu leise, Chat. Kein Problem, mach mal lauter. Oh, fuck. Nicht in der Nähe von denen. Wir haben jetzt den 22. Es ist die Frage, ob wir nochmal vernünftig gießen oder nicht. Vernünftig anbauen. Kann man noch was anbauen für 8 Tage Rest? Oh. Das ist die Frage der Fragen. Das sind dann ja noch 6 Tage, richtig? Ja, das ist, glaube ich, das schaffst du nicht mehr. Irgendwie hat der Stream, ich werde euch jetzt lauter, nicht erschrecken. Er hatte mein Mic irgendwie erstaunlich weit runtergesetzt. Der hört sich an wie immer. Echt? Ich habe gerade in Windows von 64 auf 100 gestellt. Hat keinen Unterschied bei dir gemacht. Nö. Okay, Chat hat bei euch wenigstens einen Unterschied gemacht. Was hast du höher gestellt? Dein Mikrofon? Ja, mein Mikrofon. Nö, ist nicht lauter geworden. Was sei ja. Okay, wild. Ja, aber wenn du das über das Soundboard hast, hier über das UXLR, da kannst du Windows auch auf 0 stellen, das macht keinen Unterschied. Ja, aber ich dachte, wenn ich mein Mikrofon lauter stelle, dass das bei euch dann auch lauter ist wenigstens, aber... Nö. Das ist natürlich jetzt beschissen jetzt zum Gießen. Ja, weil im Gießen nichts gibt, wa? Ja. So. Also ich hab die hier Pastinaken gedingst, geerntet, die habe ich schon in den Verkauf geschmissen und ich habe noch 5 goldene Pastinaken und eine einzelne Pastinake, die wir noch ins Gemeinschaftszentrum jetzt geben können. Sehr gut. Am besten wären auch natürlich noch eine Bohne und eine Kartoffel, das haben wir hart verschissen, das gibt es nicht mehr diesen Tag.
Ich muss erstmal wieder klarkommen, Alter. Was haben wir denn überhaupt gemacht? Habe ich nicht Sachen zum Schmied gegeben? Ja, du wirst ja sehen, ob du Sachen hast noch oder nicht, ne? Christian, war dein Haus oben oder unten? Meins war oben. Okay, alles klar. Ich muss erstmal wieder klarkommen. Ich habe mit meiner Frau mittlerweile auch einen Speicherstand angefangen. Ja, läuft bei euch. Rennt! Genau. Haben wir noch gefrorene. Was war das? Tränen? Ja, Peter hatte gerade eine. In der Hand. Ich hatte eine. Oh. Ja, warte, ich mache gerade die Musik noch mal ein bisschen leiser. Dem Chat ist die Musik zu laut. Während Peter noch die Musik leiser macht, flirten wir schon wieder mit Haley. Ja, fuck you! Ich habe eine gefrorene Geode. Meinst du das? Ja. Ja, haben wir. Das hat Penny als Quest. Wenn mich nicht alles täuscht. Jetzt gerade, oder was? Ja, lass mich das nochmal verifizieren. Ich guck mir die Quest nochmal an. Hier bei Pierre an der... Was hätte die denn gerne, die Dame? Ich hätte gerne gefrorene Träne unter mein Kissen legen. Was? Ich hätte gerne gefrorene Träne unter mein Kissen legen. Bitte komm irgendwann heute damit vorbei. Okay. Penny. Penny ist Jack. Ja, aber da nur Jack. Du die Träne hast, kannst auch nur du das annehmen, glaube ich. Auftrag annehmen. Penny wird zufrieden sein. Dann komm, ich glaube, ich pop einfach Penny. Kann man, ist die, wenn Haley nicht will? Penny ist meine. Die Penny ist deine. Da habe ich schon zwei Herzen. Penny nicht das Kind? Nee. Penny ist die mit den roten Haaren, diesem gelben Oberteil und was weiß ich. Okay. Aber gefrorene Träne ist nicht das, was ich hatte. Scheiße, ich wurde getrickst. Ich habe Träne vorgelesen. Ja, hast du. Ja, warum gibst du denn eine gefrorene Geode ab, wenn du... Kann er ja nicht abgeben. Das findet Penny aber gar nicht so geil, ne? Nee, kann das er nicht war abgeben. Nicht das, was die wollte. Scheiße, ich habe jetzt nur noch den Tag. Ja, schade. Ja, aber ist ja egal. Die wird ja nicht schlechter gelaunt sein, wenn du das nicht abgibst, oder? Ich habe keine Ahnung. Doch, du kannst ja Minuspunkte haben, weil das war... Ja, aber mehr, weniger als null geht ja nicht, oder? Also, Peters... Achso, ja, das stimmt natürlich. Also glücklich sah die nicht aus. Okay, Bibliothek hat nichts Neues. Ich glaube, wir haben keine gefrorene Träne. Wie sieht denn die überhaupt aus? Ah, ich habe eine bronzene Spitzhacke. Guck mal an. Ich habe alle goldenen Tränen in meinem Inventar. Ja, wir brauchen keine goldene, wir brauchen eine gefrorene. Eine gefrorene natürlich, ja. Mann, die habe ich in meinem Inventar. Kann ich dir aber gerade nicht abgeben, weil die ja für Penny ist bei dir, ne? Ja, ist egal. Dann gehe ich jetzt in die Mine und tue mir selber eine. Hat ja, eigentlich jemand die Hühner gefüttert? Quest nee. Nicht erledigen hat keinen Nachteil. Ja, ich hab mich um die... Ich hab mich halt um die ganzen Blumen gekümmert, ey. Macht ihr auch mal was, ihr faulen Säcke. Ja, ich muss doch jetzt für Penny eine scheiß Träne suchen, ja, Alter. Ich heul dir gleich ins Bett. Das ist dein Lebenswerk, oder was? Oder ich geb dir da eine andere Träne rein. Ah, okay. Weißt du, wer Tränen gesammelt hat? Dein 9-Platzierter aus dem China-Grand Prix. Ah, voll 18 auf 9, Junge. Der hat eine Menge Tränen gesammelt. Also ich fand das auch gar nicht, dafür, dass der so ein Auto hat, fand ich 18 auf 9 gar nicht so schlecht. Der war ja zwischendurch sogar 19. nach irgendwie Runde 2 oder so. Verstappen fährt auch von Platz 30 aus noch auf Platz 1. Ja, der hat auch ein etwas anderes Auto. Verstappen verschmappen, sag ich immer. Siehst ja Peres, der hat nicht mal geschafft, den zweiten Platz zu halten. Ja, weil der halt auch sagen, der größte Lappen EU West ist. Nee, ich glaube, dass einfach Verstappen, der einfach viel, viel bessere Fahrer ist. Ja, der ist auch der viel bessere Fahrer. Aber das heißt, das schmälert ja nicht die Leistung von Lewis. Also, okay. Jetzt gar nicht so verkehrt war. Weiß ich nicht. Bei Jay gibt es nur 0 und 1. Nee. Bei Verstappen ist das auch nicht das Auto, nicht bei Lewis war das Auto. Es gibt keinen Menschen, an den Jay mehr denkt als an Lewis Hamilton. Das gibt mir immer Freude. Eigentlich nur, wenn du in der Gegend bist. Ja gut. Bin ja häufig in der Gegend, wa? Weißt du, wann Lewis Hamilton Geburtstag hat? Nö. 20.04. Nein, keine Ahnung. Okay. Alter. Aber was ich sagen muss, die Double Stacks von fucking Red Bull waren insane. Ich kann da ja auch mal richtig. Ja, die waren krass. Ne? 2,1 und 2,0 Sekunden. Ey, zu anderen Leuten. Also genau habe ich das Rennen auch gar nicht gesehen. Haben nur die Highlights geguckt. Ja. Aber da waren, also ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, hat Red Bull zweimal gedoublestacked und einmal 2-1-2-0 und das andere auch 2-1-2-0. Ja, es ist schon insane. Es ist halt wirklich insane.
So, was die da als Team gerade als Leistung abrufen, ist irre. Und was Max da macht auch. Paris ist ein Dump. Norris, ich glaube aber, kannst du gucken. Also ich glaube, selbst Norris wird in Grund und Boden gestampft von Verstappen. Ja, aber Norris ist halt besser gefahren als Perez. Wieso cheapt das hier gerade so komisch im Dorf? Aber Norris fährt auch wirklich eine gute Saison, ey. Der macht. Oh, guck mal, eine gefrorene Träne. Ja, der fährt halt wirklich eine super gute Saison. Brauchen wir Flussgelee? Immer, ja. Immer wofür? Craften. Okay. Für. Boah, lass mich nicht lügen, aber ich glaube, du kannst damit, wenn wir ein bisschen Fischerei noch gelevelt haben, dann so einen Räucherofen machen. Dadurch verdoppelst du den Preis von jedem Fisch, den du reinsteckst in den Ofen. Oh, das ist insane. Die sind aber 10.000 kostet das Rezept bei Willi. Das habe ich auch in dem anderen Ding noch nicht gekauft. Bist du Penny nicht? Nein, du bist Robin. Die ist oben. Die ist gerade, die geht Richtung hier Bar. Alles klar. Ich habe mir auch eine gefrorene Träne. Ich weiß nicht, ob sie reingegangen ist, aber in die Richtung zumindest ist sie gelatscht. Meinst du, du hast eh zu spät, Peter? Nein, ist es nicht. Natürlich. Warum? Jetzt ist schon abgesagt von dir. Ach, dann ist da die Ranze aus dem Wohnwagen? Nein! Ja, das ist die Peter haben will. Sie ist im Wohnwagen, schreibt der Penny Chat. Penny ist nicht in der Bar! Ich habe auch nur gesagt, die ist in Richtung Bar gegangen. Nicht, dass die innen der Bar ist. Achso, der Chat schreibt, sie ist im Wohnwagen, weil dann. Vielleicht ist das die Tochter von der Ranze aus dem Wohnwagen. Ja, das ist hier die jetzt mitgucken Tochter. Einfach. Ich steppe gerade. Die liegt im Bett! Ja, schade. Spät. Ja, als wer geht denn um 8 Uhr schlafen? Wer geht denn um 8 Uhr schlafen? Als ob ich lügen würde. Nein. Penny wird nicht erfreut sein. Die träumt jetzt, die hat jetzt so einen Albtraum, weil die keine Eisträne gekriegt hat. Penny ist jetzt richtig traurig. Ah, so was belastendes. Ich sehe, wie schlecht die schläft. Oh Mann, ey. Alter, du kannst von hier mit der reden. Laber nicht. Nein, war gelogen. Alter, jetzt kann ich nicht mal mehr rein. Jetzt darf ich nicht mal mehr in den Wohnwagen gehen. Alter, ja, gut, ich schläft ja auch. Die lässt ja nicht auf unsere aller Kosten. Kaufst du Bier? Ja, Frostbier. Nee, kostet 400, ist mir zu teuer. Kostet 400? Gibt's eigentlich Gambeln in dem Spiel? Komm, ich glaube, ich schenke dem Schmied einfach hier so eine Kristallfrucht. Der ist, glaube ich... Vielleicht kannst du den klar machen. Eine Kristallfrucht brauchen wir tatsächlich fürs Bündel. Ich glaube, den könnte man wirklich klar machen, Clint. Weißt der ist so untervögelt. Weißt du, wen ich dir geben würde? Den darf Sebastian daten. Wer war Sebastian? Keine Ahnung. Er ist einer von den Typen. Aber er ist ein lustiger Name. Den darfst du eine Runde daten, Peter. Nee, der klingt langweilig. Wo können wir denn die... Wir haben kaum Bündel, bis er hier überhaupt zum Abschließen... Irgendwann Nutzpflanzen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Alles Sebastian gegeben. Ist der mit den violetten Haaren, okay. Wenn du den nicht haben willst, wen dann halt sonst? Dann nicht. So, jetzt muss er erstmal wieder alles einschmeißen. Gönn mir Abigail. Die zockt. Die habe ich ihm auch schon gegönnt, Peter. Gab's hier Glücksspiel? Es gibt, glaube ich, in der Wüste ein Casino, aber ich weiß noch nicht, wie ich da reinkomme. Wann schalten wir die Wüste frei? Bin ich noch nie gewesen. Ich bin noch nie in einem Biom gewesen, außer in diesem Dorf. Irgendwo diesen Bus schaltest du frei, indem du... Wahrscheinlich ein Bündel, oder? Ja, ich weiß gerade, wo ist denn das Bündel? Das haben wir, glaube ich, noch nicht mal freigeschaltet. Ich glaube auch. Kann das Geldbündel sein? Kann der Safe? Sein, ja. Kann sein. Weil da brauchen wir, ich glaube, 50.000 Gold für. Okay. Alles klar, wir angeln für die Spielesucht. Aber ich weiß nicht, ob... Haben wir jetzt eigentlich irgendeiner um die Kühner sich gekümmert? Ja, ich kümmere mich um die Kühner. Ja, jetzt ist es zu spät. Ah ja, stimmt. Ja, aber ich sammle die Eier wenigstens. Wieso, wollen die jetzt nichts mehr zu essen? Oder? Ja, gegessen haben die. Gegessen haben die. Wollen nicht mehr gestreichelt werden. Genau, wir konnten kein Herz mehr sammeln. Die wollen jetzt nicht mehr gestreichelt werden. Ja, nee, die sind jetzt am Schlafen. Ist dann leider. Es ist 12 Uhr. Ich musste halt die gefrorene Träne sammeln, um dann nichts damit zu machen. Können wir nicht so ein Eierding bauen? Das würde voll viel mehr Kohle geben. Mayonnaise? Was ist ein Eierding? Ja, genau, Mayonnaise-Stampfer, aber können wir nicht bauen, leider.
Dann verkaufe ich die Eier. Dann müssen wir mehr Tiere haben. Ah. Müssen mal ein bisschen investieren, aber das sollten wir machen, wenn der Sommer vorbei ist. Wenn der Frühling vorbei ist, dann können wir mal ein bisschen investieren gehen. Was willst du hier in meinem Bett? Verpiss dich. Ich will nicht alleine schlafen. Ich hab Angst, Jonathan. Alter. Es ist so dunkel in meinem Haus. Ich will nur, ich träume hier von Penny, ja? Scheiße, ich muss mal nach Hause gehen, ne? Hast du eine Stange Münzen oder freust du dich nur, mich zu sehen? Ich stech dir gleich in den Rücken, ey. Du Schwein. 1.10 Uhr. Yellow Penetrator schreibt, kannst die Träne morgen abgeben. Aber safe, das stand heute noch. Das stand heute noch. Das stand heute noch. 1.20 Uhr. Dankeschön übrigens für die Sub. Kaiju, Erlus, Kunstkatze, Slate, Hikari, Nohebi, Mok, Deranas, Donatsen, City Hunter und alle anderen. Dankeschön. Danke. Quests sind immer 2 Tage. Geil, okay. Fischenstufe 4, Alter. Da haben wir auch richtig Cash gemacht, Leute. Ich habe all meine Sachen noch nicht verkaufen können. Das war mir zu risky. Was heißt denn all deine Sachen? 300, Alter. Alles, weil ich hier geangelt habe. Achso, du warst heute angeln. Insane. Heute war angelt. Ich habe Angeln auf 4 gebracht. Haben wir Aquariumbündel schon frei? Oh, guten Morgen. Alter, ist die Hühner laut, ey. Morgen treffen wir uns für den Blumentanz. Ich gehe mich jetzt um die Hühner kümmern. Kannst du mit Haley tanzen? Morgen ist Blumentanz. Okay, wie sieht das aus mit Gießen hier? Oder brauchen wir nicht mehr? Doch, brauchen wir. Gieße. Ich verkaufe jetzt die Sachen, weil ich habe keinen Platz mehr sehr für... Sehr traurig, die Tiere. Die Gießkanne. Wir müssen echt mal unseren Scheiß aufleveln, weil ich habe noch eine fucking Stahlgießkanne. Ja, wir haben kein Geld für gar nichts, weil ja, die ganze Zeit nur, ne? Die ganzen Dinger verschenkt werden, damit wir kein Geld machen können. Ich verschenke gar nichts. Damit Frauen klar machen können. Klar, du willst die Freunde Träne verkaufen. Ja, verkaufen. Genau. Ey, Unterschied verschenken und verkaufen ist relevant. Zirk, zirk. Du hast schon 2 Sterne bei Penny. Weiß ich nicht, wie das passiert ist. Ich habe noch bei niemandem 2 Sterne. Alter, ich habe prähistorisches Artefakt gefunden. Ich habe Penny immer ein. Was war das nochmal gewesen? Ich habe den immer hier. Was geschenkt hast du ihr wahrscheinlich? Ja, ich nehme mich nicht. Immer was geschenkt. Komm, so einen roten Pilz habe ich der geschenkt. Und roten oder violetten Pilz? Wenn Gießen ist, zählt der Jonathan eine Grashalme. Wo ist denn hier das Wasser? Ach, da hier unten. Aber was ist eigentlich mit dem Reis passiert? Ja. Kommt da nochmal was, oder? Weiß gar nicht, muss man den gießen, den Reis? Nee, deswegen, der muss ja direkt am Wasser sein. Das war so eine Voraussetzung. Ist hier schon... Oh. Bin jetzt ein bisschen entsetzt von der Chat-Reaktion auf den Prompter. Ich weiß jetzt gar nicht, wofür benutzt man den denn, wenn nicht für den Chat? Wenn du mal eine Rede halten musst, Peter. So, gibt's keine Saat für 5 Tage? Das ist aber schnell Saat, hör mal. Ich glaub nicht. Können wir gucken. Kannst du mal schauen. Kannst so, ja ich geh jetzt ins Museum und gebe ein Artefakt ab. Und ich hoffe, wir kriegen wieder was geschenkt. Pastinaken laut Chat. Statement-Videos kann man den Prompter natürlich gut benutzen. Ja, okay. Das ist dann okay, wenn ich euch angucke, Chat, oder was? Bei was? Das ist absoluter Quatsch. Das fällt dir gar nicht auf, dass du da ein bisschen mal in die Kamera guckst. Was hast du gesagt, bei was für Videos? Ich guck doch auch in die Kamera, wenn ich Antworten gebe bei 50 Fragen oder sowas. Ja, wir machen ja so häufig Statement-Videos. Aber wir müssen ja nie Statements halten, Peter, weil wir halt nie Quatsch machen. Das ist korrekt. Wir sind einfach, wir haben die reinste Reste YouTube Deutschland. Wo ist Penny denn jetzt, die Frau? Was arbeitet die? Die ist die Lehrerin, glaube ich. Okay, wo ist die Schule? Es gibt keine Schule. Neue Belohnung! Sehr gut. Was ist es? Es ist eine Nacht auf den Eco-Hügeln. Stand im Trailer? Also ein Bild. Ach, nee, Moment. Können wir das nicht verkaufen oder so? Die war im Wohnwagen? Oh mein Gott, ich habe sie nicht gesehen. Penny Stalker. Das ist wirklich ein Penny. Da, Leo! Penny, komm raus! Penny, komm, ich muss mit dir reden. Komm schon. Komm schon, Penny, komm. Beweg dein. Ich kann hier wirklich das doch gehen. Nicht so eine Funktion wie Klopfen oder so. Oh. Die ist aber wirklich im Hintergrund, ist die einhergegangen, so quasi.
Da, sie bewegt sich. Komm her, du. Ah. Ich dachte, das geht nichts. So, und dafür gibt's auch eine Bezahlung, Jonathan. Ne, nicht so bei den Geschenken, die ich du so gibst. Ich hab eine Zwischensequenz mit Haley. Haley habe ich abgeschenkt. Geil, die weiß jetzt meinen Namen, nachdem ich die drei Wochen mit Geschenken vollgestopft habe. Du möchtest ein schönes Geschenk von mir. Ja. So, hier, zack. Danke dir. Das sieht speziell aus. Das sieht speziell aus. Das ist immer top. Was verschenkst du denn? Ich dachte, wir wollen Geld machen und nicht Scheiße verschenken. Hä? Hab ich jetzt nicht gehört. Also, wenn ihr die ganze Zeit hier Sachen verschenkt, verschenkt ihr auch damit an. Ich verschenk gar nichts! Ihr wollt die ganze Zeit nur zocken und alles. Nee, jetzt bin ich auch auf der Stufe. Ich bin jetzt auch auf der Stufe. Ich werde jetzt alles, was ich finde, verschenke ich den Leuten. Ich verschenke hier gar nichts. Ja, doch, du verschenkst viel. Jetzt lügt man nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Wie kommt dann das, wo bei Haley so beliebt bist? Indem ich der Narzissen, die ich aufgesammelt habe, geschenkt habe. Zwei. Von wegen, ich verschenke hier gar nichts. Ja, Narzissen kann man auch verkaufen. So sieht's nämlich aus. Können mich mal am Arsch lecken. Ja, aber sag doch nicht, du verschenkst gar nichts. Also dieser kleine Dolch, den wir hier haben, Jay, der ist der größte. Jetzt kann ich Sachen irgendwie so verkaufen, dass nur ich das Geld kriege. Ja, das haben wir ihr wolltet so das ja nicht einstellen. Ich wollte das einstellen, damit ich nicht von euch Lappen hier abhängig bin. Ja, gute Nacht. Ja, der Geist tötet mich. Ja, das ist auch so ein Problem. Mein Haus ist. Kann ich ein größeres Haus kaufen? Ich kann das Bild nicht aufhängen, weil da dann keine Wand. Also, man kann ein Haus erweitern, aber irgendwie nur das vom Haus, nicht das von den Mates. Hab ich gemaked. Ja, ich habe ja auch die geile Dings gefunden. Peter geht in der Mine safe drauf. Nix da. Safe. Steinschleuder ist doch absoluter Schmutz, die braucht doch niemand. So viel Eisen. Gut, dass wir Eisen fahren, während wir selber noch nicht mal Bronzesachen haben. Wobei ich habe eine Bronze. Wir haben Bronze. Alles ist Bronze, Peter, was wir haben. What? Echt? Cool, also, kann ich mir auch die Sachen in Bronze holen? Bei mir ist auch nichts Bronze, das ist Stahl. Okay, guck. Außer meine Spitzhacke, die ist Bronze. Das ist doch Kupferspitzhacke. Das ist auch Kupfer, Leute. Und ja, Kupferspitzhacke, das ist das Einzige, was ich aus Kupfer habe. Ja, aber dann gehe ich immer geh ein paar Kupfersachen. Nein, der Standard ist Stahl. Jetzt holen wir mal den Kupfer. Ich bin dafür, dass wir das nicht machen jetzt, bevor wir das Geld nicht haben, weil wir das Geld gleich brauchen für den neuen Sommer. Ja, wir brauchen Geld für Saat. Mhm. Für Samen, damit wir dann wieder mehr Geld machen. Das ist schon. Aber soll ich da nicht auch gießen? Gießen wäre gut. Dann wäre das nicht mit so einem Kupferding viel besser? Ja, aber das kostet 5000. Dann können wir jetzt kostet das 5000, okay. Wieso? Hat das mal nicht 5000 gekostet? Hat Jay gerade gesagt, er hat alles in Kupfer? Nee, das war ein Fail von Jay. Jay dachte, das wäre der Standard. Kannst du mir mal Bescheid sagen, wenn du so eine scheiß Leiter findest? Was? Ja, du gehst einfach durch die Leiter, ohne Bescheid zu sagen. Warum denn nicht? Wir farmen doch hier die ganze Zeit. Also, Jay dachte, Kupfer wäre der Standard, Christian. Aber ist nicht der Fall. Mhm. Weil Stahl ist der Standard, soweit ich weiß. Weil Stahl nicht das Silberne, das Zweite? Nee, das ist Eisen. Ich blick da nicht durch. Kannst du mir mal Bescheid sagen? Ja. Ja, verreck an den. Komm, wir schaffen die 70 noch. Wie schaffen wir die? Ja, gut, meine Energie ist schon gut in Benutzung. Ja, das stimmt tatsächlich. Und diese Geister sind absolute Wikeser. Oh, hier könnte. Wo war nochmal der beste Angelspot für Flüsse? Ich glaube. Für den ganzen Mine sagen, vor Hades Haus. Ja, stimmt. Nee, stimmt sogar tatsächlich. Klang wie ein Troll. Warum klang das wie ein Troll? Ja, weiß ich auch nicht. Ja, Frechheit ist das. So, okay. Also, meine Energie ist red, aber ich habe noch zwei geile Höhlenkarotten gefunden. Verpiss dich, du Geist! Ich hab Angst.
Machst du aber schön, Peter. Ja, danke. Jetzt können wir weiter suchen. Nein. Ich bin Krieger. Shinobi. Du bist der Krieger. Ja, da geht ja auch Kampf nach oben, damit ich halt da das ein bisschen level, ne? Ja, und da geht auch keine Energie bei verloren, was auch immer ganz angenehm ist. Richtig, deswegen fick ich diesen Geist hier. Bam! Yep. Ein Schaden, 4 Schaden. Ein Schaden. Ja. 5 Schaden. Richtig gekürzt. 3 Schaden und jetzt wird gestochen. Boah, ganz viel Schaden, ey. Bestimmt 10. Und brrrt, nochmal hier. Ja. Boah, Alter, mit meinem Kampfstachel mache ich so alles hier weg. Ja, den kenne ich. Da haben wir unten doch die ist die Leiter, Jay. Da haben wir doch die Solar-Essenz. Dankeschön, großen John, Bart Shinobi, Kumi-Bär, Harper und... Oh, ich habe einen Ring gefunden. Der Progi und Jack Daniel. Alle anderen, die gesagt haben. Dankeschön. Meisterschleuder gibt's da. Ist doch scheiße. Den hab ich ja, die Steinschleuder ist scheiße. Ja, kann ich direkt verkaufen, die Rotze. Das ist halt legit so. Nein, weitergegangen oder bist du raus? Nee, ich bin raus, weil Energie recht niedrig. Okay. Geh doch hier ins Bällebad, wollte ich schon sagen, in der Wellness-Ding. Ja, das würde gehen. Meisterschleuder vertickt, aber wir haben auch schon gleich 20 Uhr. Wie jung sind eigentlich die Dorfbewohner, die ja alle noch ihre Eltern hier haben und mit denen teilweise zusammenleben? Ist das Chat in der Lore irgendwo definiert? Penny und Abigail sind, glaube ich, 14. Und, okay, gut, dass du dich dann an Penny machst. Nee, du willst dich teuer die Ratten. Nee, du hast gesagt, das ist deine. Penny ist meine. Ja, genau. Da habe ich nur gesagt, damit Peter ärgern kann. Die einzige Lore ist, dass es auf jeden Fall Ü18 ist. Okay, ja, das außer, kann. Außer die beiden, der Junge und das Mädchen. Gibt ja schon Kinder. Ach so, nein, die potenziellen Partner. Sind, ja, das wäre noch schlimmer, wenn du wirklich da einfach Kinder daten könntest. Ja, das wäre in der Tat ganz schön schlimm. Und mit den Kindern kriegen kannst. Ich spiele ja nicht Saarland Rally. Oh Gott, jetzt ist Saarland auch noch das? Ja, stimmt, die waren ja was anderes. Ja. Okay, mein Gott. Lea ist zum Beispiel 28. Ach, das weiß man dann. Lea ist schon ein bisschen reifer. Die Lea. Oder man weiß man, dass die 28 ist. Sie hat die nicht jedes Jahr Geburtstag? Stadio Valley? Wieso heißt die immer 28? Das gibt gar keinen Sinn. Young oder was? Was redet ihr da? Gar keinen Sinn. Boah, Alter, ich krieg hier auf die Schnauze, ey. Peter, nimm die Biotante vom See, der musste nur Salat in den Rachen werfen. Die finde ich auch super. Die hätte ich letztes Mal. Das ist leer. Die im letzten Playthrough habe ich die, glaube ich, geheiratet. Der ist zumindest, sie sieht nett aus. Das Playthrough, aber als ich das gespielt habe. Es ist so dunkel. Ich brauche so einen Glühring, Alter. Was brauchst du? Einen glühenden Ring. Oh, ein hochtailliertes Hemd habe ich gefunden. Den einen Ring. Den einen. So. Amethyst habe ich. Ach, wieso habe ich einen Amethyst? Wahrscheinlich, weil ich Abigail will. Die mag doch Amethysten, glaube ich. Wie gibt er die doch? War das nicht Quarz? Ach, weiß ich nicht genau, was die mag. Aber die mag die nicht alles, was lila ist? Was ist denn noch lila außer Amethyst? Ja, weiß ich nicht. Irgendwelche Pflanzen sind doch bestimmt lila. Wer von euch ist denn am höchsten bei Haley? Ja, das ist Christian. Christian hat sich Haley gesaved. Der schenkt ihr immer geile Sachen und da bin ich leider nicht hinterhergekommen. Einfach Krobus heiraten. Wer ist denn Krobus? Ja, der passt auch ganz gut zu dir, Peter. Das ist der in der Kanalisation lebt. Alter, ich habe einen lila Fisch gefangen. Wird spät, ne? Es ist schon 0 Uhr, ne? Ja. Ich bin auf dem Weg nach Hause. Dankeschön, The Guy Named James und Dufter Droht und Arcanus und Javier. Verkaufe ich so einen lila Schwarzbarsch? Ja, ne? Ich glaube schon. Ja, cool. Ja, du musst ja erstmal das ich habe noch lila Brasse.
Damit du da Sachen craften kannst überhaupt. Bis zwei ist noch ewig Zeit. Ja, aber startet man irgendwann nicht mit einem Energy-Defizit? Ja, wenn du um 2 Uhr umfällst. Nee, auch so oder nicht? Oder erst wenn du verreckst. Oder mit Energie umfällst. Wenn du um 2 Uhr umfällst. Ja, genau. Energie oder um 2. Ja. Ach, krass. Ich dachte auch, wenn du schon zwischen 1 und 2 ins Bett gehst, dass du dann auch schon so ein Defizit hast. Nee, Peter. Ich glaube, Peter kennt die Special Moves von den Waffen nicht. Einfach die rechte Maustaste drücken. Nach 0 Uhr schlafen gehen, verliert man anteilig Energie. Okay, kannst du mir sagen, ob du sofort fallen Energiebalken hast, Christian? Müsste er jetzt haben. Oder nicht? Ich habe... Oh, 3/4 voll. Ah ja. Interesting. Kann ich leider nicht gießen. Ja, mach ich. Oh, passt die Nacken. Oh, Kartoffeln! Ach, guck mal, da haben wir doch nicht verkackt. Nee, wir brauchen aber keine Bohnen. Ich behalte die eine Kartoffel und gebe die gleich ab. Okay, gut. Haben wir denn noch goldene Kartoffeln oder so? Brauchen wir, glaube ich. Wofür brauchen wir goldene Kartoffeln? Braucht man die nicht manchmal in irgendeiner guten Qualität? Ja, aber das sind nicht Kartoffeln, das sind, glaube ich. Was ist das denn nochmal? Pastinaken? Oder? Pastinaken. Ja, die haben wir aber schon abgegeben, die 5 goldenen Pastinaken. Das ist richtig. Wie lange braucht denn der Reis? Das heißt, ich kann alles verticken, Jay, ne? Baby, Baby, es gibt, aber ja. Kartoffeln. Wann sieht man denn, dass der Reis fertig ist? Wenn du Rechtsklick drauf machen kannst. Also dann kommt, dann müsste so ein Plus daneben sehen. Oh ja, benötigt Sense, sagt er. Dann ist er fertig. Glaube ich auch dann. Es gibt Reis, Baby. Alter, wir haben 153 Eisenerz. Nein, es ist ja diese Drecksveranstaltung heute. Ja, ist doch geil. Hier, zack, aber keiner kann mit Haley tanzen, außer du. Ungemahlener Reis. Was machen wir damit? Eins behalten? In die Mühle stecken? Haben wir nicht. Dann ich behalte mal eins, verkaufe 4. Ich kümmere mich um die Eier, um die Hühner. Wir haben noch so Omnigioden. Müssen wir die nicht aufschlagen lassen? Ja, müssen wir. Ja, ich habe die gefarmt gerade, ein bisschen. Okay, dann... Wir sind auch eine Währung in der Wüste, ist mir jetzt aufgefallen. Damit kann man Sachen kaufen, aber die Wüste ist bei uns noch weit weg. Können wir aufmachen. Ja, denke ich auch. Wo ist denn... Rimworld habe ich jetzt auch ein bisschen... Habe ich jetzt auch hier mein Stardew Valley aufgehört. Wo musst du um 9 Uhr hin? Bock, da weiter zu zocken. Ja, das ist schon cool. Wo müssen wir um 9 Uhr hin? Wo müssen wir was hin? Wo müssen wir um 9 Uhr hin? Weiß ich nicht. Zum Fest der Feste. Ja, aber wo ist das? Feste Feier. Nur im Süden. Ich bin noch in der Mine. Blumentanz hat begonnen im Wald. Wo ist der Wald? Aber das heißt, wir müssen eh auf Jay warten, oder? Müsst ihr auf mich warten? Ich glaube schon. Da will niemand zum Tanzen. Das ist einfach nur traurig. Ah ja, da. Warten auf andere Spieler. Echt? Also das funktioniert nicht, wenn nicht alle da sind. Ach komm, dann gehe ich rüber. Ja, dann gibt's halt keinen Minengang heute. Dann komme ich zu euch gelaufen. Mann, die schließen doch alle ihre Ich sind ja nicht zu Hause. Was gibt's denn da, Peter? Ja, ich dachte am Dorf, weißt du, da kann man die Tür doch mal offen lassen. Ja, während die alle am Fest sind, geht Peter durch die Häuser durch. Kann ich den Müll durchsuchen, während ein Kind zuguckt, oder ist das dann auch schlecht? Jeder, der zuguckt, findet das scheiße. Was findet man denn im Müll so Tolles? Nee, ich glaube, da kann wirklich guter... Ich glaube, da kann fast alles drin sein, oder Chat? Wie war das denn nochmal? Wenn du beispielsweise ja, komm, Dingens, beim Schmied suchst. Ich bin sofort da. Wenn du beim Schmied zum Beispiel suchst, hast du die Chance, Kohle und so ein Zeug zu finden. Und geil, da ist nichts drin gewesen. Keine Ahnung, was du bei Haley findest, der Schminke oder sowas. Sonst ist sie wahrscheinlich nie hübsch. Und wo kommst du denn? Von links unten. Rechts unten? Da sehen wir den Clown ohne Haare. Das ist eine gute Umschreibung auch. Der Ficker. Ach, hier kann man jetzt mal rüber. Ich glaube, das kenne ich gar nicht. Ich kenne das auch nicht, glaube ich. Da gibt's was zu kaufen. Kopen. Okay, das ist ja nur Deko. Und Jay, bitten mit dir zu tanzen? Nein. Ja! Bewegst es auch wen.
Also wenn du schon beim Bett schläfst, essen wir ein Pärchen, ey. Warte mal, will Lea hier irgendwie mit dem Langhaarigen anbandeln? Okay, komm, du nimmst dir jetzt Penny oder was? Dann hol ich mir Lea oder was? Ich hol mir Abigail. Wen holst du denn jetzt? Das ist ja alles kompliziert, ey. Nee, du wolltest doch Penny, Alter. Ja, dann hol ich mir Lea. Nee, Abigail ist die Zockerin, die hatte ich. Ja, dann hol dir Abigail, die ist... Was ist mit der? Ja, die ist komisch. Achso, ja, okay, dann werde ich dann vielleicht noch rausfinden. Also Christian, Haley hat bei dir zugesagt, wa? Yes. Ja, du hast nämlich ein neuer Freund bekommen. Okay, was die mir hier alle labern, ist mir eigentlich wurscht. Na, Haley. Wo ist denn Lea? Unten am, da steht hier der alte Mann vor. Ach, ja. Wie, wo muss man denn reden, dass hier losgeht? Wahrscheinlich hier wieder mit dem los. Bürgermeister, ne? Immer mit dem Bürgermeister. Wollt ihr nicht noch irgendwie Pflanzen holen? Ich glaube, da kannst du keine Pflanzen. Das sind nur Zierpflanzen. Okay, ich kann mit dem Bürgermeister nicht reden, aus Gründen. Okay, warum aus Gründen? Weiß ich nicht. Der will nicht mehr mit mir reden. Nun, sollen wir jetzt den Tanz anfangen? Ach, du bist ja der Host. Ach so, muss ich das machen? Ja. Und jetzt tanzen wir, Peter. Geil. Ich tanze mit Jay. Wo soll ich das? Wieso hab ich denn nicht so ein Kleid an? Ja, das finde ich auch eine Frechheit. Ja, ich aber auch. Das Schöne ist, dieser Footballspieler, der da unten rechts ist in den blau-grünen Klamotten, der ist eigentlich der Macker von Haley. Der steht da jetzt rum und weint, weil er nicht tanzen darf. Ja. Wo steht der? Hat er? Ja, neben dem Obdachlosen. Neben Dennis Minecraft-Skin. Obdachlose. Ja. Oh, Peter, das hast du aber schön, ey. Was soll ich die Knie beugen, ey? Ja, ich bin nicht. Ich mach nicht das gleiche wie die anderen. Aber halt mir fest, Peter ist die Frau in der Beziehung schon mal. Das ist schon mal das Wichtigste. Hat Spaß gemacht. Hat Abigail gerade nicht getanzt? Tanzt die nicht? Kann die nicht. Weil dann wäre die wie ich. So, was machen wir denn jetzt hier mit der Fuckleit hier noch? Ja, keine Ahnung. Gehen wir einfach ins Bett und dann um den Tag umzukriegen. Oder was brennen? Ja, theoretisch schon, aber dann musst du halt doof davor stehen und warten, bis der Shit fertig wird. Ihr müsst ja nicht warten, also zumindest immer fertig machen. Ja, vor... an ist es. Lass einfach den Tag zu Ende. Ja, komm, let's go. Heute schlafe ich wieder in meinem eigenen Bett, der Tanz hat mich verstört. Aber was? dafür schläft der Chat bei mir. Ah, wir haben ja, okay. Wohlgefrorene Tränen gehabt, Peter. Ja, ich also mittlerweile, weil Jay und ich da drin waren. So, wofür haben wir Seta? Egal. Ah, die hat gesagt, die ist so schüchtern. Melin habe ich überlesen tatsächlich. Dankeschön, Stefan BMW, Real Darksider, iPredator, Motoclash, The Speedy und Lurai Pai. Dankeschön. Guck mal, ein paar im Chat sind Fans von Alex, haben den auch schon geheiratet und gedatet. Er ist halt der Footballspieler, ne? Er hat nur die falsche Trikotfarbe. Ah, okay. Grün ist halt, die Jets. So, die mag keiner. Oder die Packers. Die mag auch keiner. Abigail ist wie ein Besen, so in sich gekehrt. Oh mein Gott. Die Packers sind dann nicht, das sind doch die Lilanen, oder? Ich kann eine Mayonnaise-Maschine machen. Ich hab endlich mal Hofarbeit bekommen. Und Sprinkler, aber das konnte Jay doch schon länger, oder? Ach, die normalen Sprinkler sind ja auch sucky. Ja. Ja, immer so also, nämlich. Aber dann müssten wir nicht mehr hier dingensen, ne? Also gießen. Also das wäre schon ganz geil, wenn wir die Sprengler bauen, sind super, aber sind die nicht am Anfang erst so Kreuzdinger? Ja, das sind erst Kreuzdinger. Oh, das regnet eh. Ja, Erdbeeren, let's go! Yo, let's go ernten! Woo! Nein, nicht essen. Ernten. Bam, 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 bam. So, brauchen wir Erdbeere auch? Nee, brauchen wir nicht. Nee, brauchen wir nicht. Alles weg hier. Zack, zack, zack. Nein, nicht meine Erdbeeren Jay anbieten. Jay kriegt meine Erdbeeren nicht. Ja, ihr habt doch schon deine Erdbeere bekommen. Ja, ja, immer verteidige das mal. Aber wie teuer ist denn so eine Mayonnaise? Mein Gott. Ja, draußen hat nur gebellt. Holz, Stein, Erdkristall und Kupferbarren. Okay, das ist ja mal wert. Brauchen wir noch irgendeinen Fisch aus dem Regen im Frühling? Gute Frage. Das ist jetzt die große Quest schon. Dead. Ohne dass ich jetzt nachgucken muss. Was fehlt? Ach, Holz.
Oh, ich glaube, gerade ist jemand auf Emma getreten. Der letzte, der letzte Quiek war so ein bisschen... Nee, der war verzweifelt schon fast. Die ist jetzt einfach zur Terrassentür gerannt. Einfach so richtig die Stimme gebrochen, ey. Voller Hass. So, ich habe zwei Mayonnaise-Maschinen gebaut, weil die einfach worth sind auch. Ja, die sind halt wirklich Wurf. Was machen wir mit Mayonnaise? Verkaufen. Geil. Und eine Mayonnaise müssen wir abgeben. Ah. Haben wir eigentlich großes Ei schon abgegeben? Kannst du ja nachgucken, ich glaube schon. Ja, warte, stimmt, kann ich nachgucken. Ja, haben wir. So, Mayonnaise arbeitet, Mayonnaise-Maschine. Stimmt, wenn ich mich richtig erinnere, hat Peter auch Helis Geburtstag damals vergessen, naja. Ja, dann habe ich sie eh nicht verdient, wa? Haben wir schon Skelette? Sind wir schon so tief, dass wir Skelette hauen? Ja. Geil, dann gehe ich jetzt in die Mine. Diesen Auftrag gibt es nämlich heute. Skelette killen. Geil. Ich habe zwar noch meine Kackwaffe, aber... Katzenfisch, Aal und Blaubarsch. 8 von diesen Kreaturen erledigst, das lohnt sich richtig. Das gibt erstens 800 Geld und zweitens gibt das so ein Gutschein für Louis' Glücksspielmaschine. Louis! Er ist keine Glücksspielmaschine, aber diese Ding da. Die Fische, Aquarium. Komm ich mal hinterher, ne? Abigail lebt, glaube ich, hier. Wo können wir denn mittlerweile runter? Oh, 70. Uiuiui. Oh, hier ist ja noch ein Item. Die Meisterschleuder. Nee, also Katzenfisch, Aal haben wir schon und Brasse. Ich glaube, die brauchen wir dann nicht. Also wir brauchen, müssen nicht irgendwas farmen. Noch. Angeltechnisch. Gut. Ja. Knochenfragment. Ach, ich gehe noch ein bisschen angeln leveln. Ich meine, 8 Skelette sind aber schon insane. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass wir schon Skelette haben, Jay. Kommen die nicht erst später? Ah, nee, Christian kämpft gegen einen. Vergiss es. Ab dieser Burg. Ich habe jetzt 4. Ja, sehr gut. Schade, dass sich das bei uns nicht addiert. Aber wofür brauchen wir die Knochenfragmente? Ja, brauchen wir gar nicht. Es gibt gerade eine Quest, Skelette zu töten. 8 Stück gibt 800 Gold und so einen Gutschein für dieses Ding beim Bürgermeister. Ui. Also könnte sich lohnen. Ein Bürgermeister gibt's da ab? Die Quest gibt es vorm Laden. Ich habe rechts die Dings gefunden. Aber wo gibst du die Sachen ab? Du musst die 8 töten. Achso, du musst einfach nur umbringen. Christian, mach du die mal unten, weil du dann ergibt mehr Sinn, wenn irgendwas hat. Alter, die können da drüber schmeißen. Ich schlag die schon mal. Ich glaube, die Diamanten, die ihr farmt, könnt ihr auch an Penny geben, wenn ihr mal welche kriegt. Oder Hayley. Ich glaube, die lieben die. Damit ihr da vorankommt. Ja, ich will ja Abigail jetzt. Ah, okay. Na, ich hole mir Lea. Ja, Lea finde ich eigentlich auch mal ganz cool. Da musst du es mir mal erzählen, dass die Kunst total cool ist und dass das außerhalb der Stadt ganz schön ist. Na, die soll mal ein Nacktporträt von mir malen. ich möchte das so wie Kate in Titanic möchte ich da liegen, dann soll die mich malen. Aber jetzt ist Lord Kura traurig, weil Penny jetzt niemanden bekommt. Gibt nicht, passiert dann nicht irgendwann, dass andere NPCs, die dann halt sich zusammenfinden, oder bleiben die für immer Single, die Leute? Wer wird im Chat von mir ein Aktbild machen, malen? Wenn ich so... So, Penny, bin durch. Sehr gut. Da unten, die sind der yours. Außerdem, nur seriöse Angebote? Außerdem habe ich nur noch rotes Leben. Alter, du bist aber auch der schnell. Oh Gott, ich suche schon mal den Ausgang. Ja, hier passiert nämlich jetzt irgendwas Böses. Kannst du mit den Dingern auch blocken mit rechts? Achso, nee, warte, da gibt... Oh, da gibt es einen Speedschlag. Das war die Special Attack, von denen die vorhin geredet haben. Ja, mit dem Schwert kannst du blocken mit rechts. Ja, und mit dem Dolch machst du mit rechts so einen geilen Trippelschlag. Aber ich bin kein Fan von dem, was hier passiert, Christian.
Ich auch nicht. Mir geht's nämlich nicht mehr so gut. Ich bin wirklich Künstler, dann würde es machen. Guck mal, wir müssen noch ein paar machen. Ist das nicht. Peter, ich hab deine Brille gefunden. Sag mal, macht nicht hier EOS Andy auch so Aktfotos? Ja, die Fotos sind ja langweilig, wie die gemalt haben. Ja. So, keine Ahnung, 6x3 Meter Größe, Schiff im Wohnzimmer, wenn die Schwiegereltern. Ich bin auch weg, ja, aber ich hab jetzt 4 jetzt, mir geht's auch nicht so gut. Ich muss aber leider nach oben. Schlimm. Weil ich sag mal, ich hab noch 9 Leben. Kein Support hier von Christian. Ja, ist okay. Na gut, ich kann dir ja eh, also die darf ich ja eh nicht machen, oder? Deine Spitzhacke ist nicht stark genug, um das zu zerbrechen. Muss ich den Spaß denn abgeben? Alter, wie ich den wegbumse. Musst du das nicht einfach oben? Oh mein Gott. Ja, das ist abgeschlossen gewesen, aber krieg ich da jetzt nicht Geld für? Oder habe ich das einmal davon bekommen? Oh mein Gott, ich werde sowas von hart versterben. Ich bin tot. Das ist mir doch nie passiert, was Peter wurde bewusstlos geschlagen. Das ist mir noch nie passiert. Abigail von hinten einfach angegriffen, ey. Weil Peter und dann kommt Robin ist wurde. Verlierst du irgendwas? Oder also muss man dich da holen? Peter verliert auf jeden Fall was. Ja, nein, aber 1600 Gold? Alter, Peter Smits! Muss ich jetzt zu dem Zauberer und die Quest auch abgeben? Ich muss so hart auf Toilette. Ja, rede mit Zauberer. Ich habe bis zur letzten Minute vor dem Stream hier gegessen, mir das Essen inhaliert, weil ich für Pizza mit Koch gekocht habe. Ja, ich auch, Peter. Und jetzt, auch. Ja, aber du weißt ja, was bei mir passiert nach dem Essen. Ja, ich weiß. Ich tänzel hier schon nach auf dem Stuhl. Mich wundert, dass du nicht schon vorher gegangen bist. Ja, ich ging ja nicht. Achso, du meinst jetzt hier schon im Stream vor 1600 Gold, ja. Alter, da tut mir richtig leid, sorry, Leute. Einfach das ganze Geld. Aber für den Lacher, dass ich so kacke bin. Das ist mir noch nie bei Stardew Valley verdient, dass ich gestorben bin, Alter. Guck mal, auch keiner wusste, dass der Pizza gekocht war. Peter hat einfach so mitten im Satz das geleakt, ey. Ich hab das eigentlich schon in einem Stream mal erzählt. Ja, okay, vielleicht nicht alle. Ja gut, die Leute können natürlich nicht durchgehend immer zuhören und zugucken. Ja, aber selbst Mods schreiben hier Pizza gekocht. Das ist ja schwach. Ja, ein paar, also wir gucken nochmal in ein paar wenigen Folgen mal rein, gucken, wie das ankommt. Ne? Wir haben ja jetzt auch ein Buch. Vielleicht gibt es daraus ein paar geile Rezepte. So, ich muss mal kurz auf Klo. Eventuell. Oh, jetzt wird der gleich nicht weiterdrücken, ne? Oh. Peter, gut Schiss. Wieso musst du denn weiterdrücken? Ja, weil wir gleich sitzen wir dann im... Du musst doch schon im Bett liegen, oder nicht? Sonst nee, ich weiß, rein. Aber wenn er noch... Wenn wir jetzt, also... Gleich danach... Wenn der Bildschirm kommt, wie viel Kohle wir verdient haben. Ah, ja, ja, ja. Ja gut, ist ja aber auch nur richtig, weil sonst würde er am nächsten Tag herumstehen. Ich sehe, der ist schon wieder in meinem Bett, der Lump. Ekelhaft. So. Guck mal, den Amethyst, den ich gefunden habe, kann ich da Abigail geben. Das liebt die, glaube ich. Ja, ja. Auch. Das liebt die. Ja. Nee, ich muss da mit Haley quatschen heute. Er macht beides. Nee, beide geht ja nicht. Das mögen die ja, nicht. Aber wenn du einfach vorher die Sequenz hast mit Abigail, ist das schon witzig. Oh, ich hab einen Aal. Ich hab aktuell nichts dabei, womit ich Peter einbauen könnte, leider. Ja, der ist halt auch im Haus. Das bringt nichts. Ich hab den ganzen Morgen meine Haare gemacht. Jetzt wird der Regen so ruinieren. Der geht doch einfach nicht raus. Will ich so dumm, ne? Dreirad fahren? Nee, nee. Ja, mach ich den. Achso, im Regen können wir doch bestimmt hier Special. Fische angeln. So. Ja, ich bin gerade Aale am Farmen, damit man schon mal die Dinger hier verkaufen kann später. Bisschen Level steigen. Außerdem kann man damit ganz gut Geld verdienen. Ist das schön, ey. Peter verreckt erstmal. Da ist der Morgen auch keine Energie da. Mhm.
Was meinst du mit bei dem Tempo? Müssten wir mehr schlafen? Bei welchem Tempo? Weiß ich nicht. Weiß auch nicht, was er mit Tempo meint. Wer sagt denn was mit Tempo? Hirnschuss hat geschrieben, keiner kriegt die Frau, die er will bei dem Tempo. Ach so, mein Gott. Wir nutzen halt unsere Tage ausgiebig aus. Also dafür, dass der beste Spot hier vor Haleys Haus ist, kriege ich hier nur Schwarzbärsche. Ja, weil wahrscheinlich nachts im Fluss im Frühling halt das Einzige ist, was du fangen kannst. Hast du schon mitbekommen, was in Dortmund passiert ist? Warte kurz. Nee. Was ist passiert? Die Zukunft ist gestellt worden. Die Weichen für die Zukunft ist gestellt worden. Wer setzt Watzke? Du, ohne in den Chat zu gucken, darfst du 3 Guesses abgeben. Ich sage dir, das ist nicht der, was du denkst. Okay. Ja, also mich hat's überrascht. Aber jetzt brauchst du nicht sagen, Kehl oder Mislintat. So, das ist. Michael Zorc ist es nicht. Michael Zorc ist es nicht, nee. Den kennst du aber auch 100%ig. Ach, da haben die mal drüber gesprochen. Lars Ricken? Lars Ricken ist der neue wird der neue Geschäftsführer ab 1. Mai bei Borussia Dortmund. Das finde ich auch krass. Ja, der hat wohl echt gute Arbeit geleistet in der Jugend. So, der war auch gar nicht bei mir auf dem Schirm, ehrlich gesagt. So, habe ich auch nirgendwo gelesen in der Gerüchteküche, weil, ne, es gibt ja. Alter, das war ein Krampf. Ich habe einen Katzenfisch gefangen. Nice, und, oh, der ist hart. Ja, also das ist ganz spannend und Kehl wird wohl weiterhin der Sportdirektor bleiben und Mislintat wird der technische Leiter, aber mit Squadbuilding, wie nennt man das? Achtet auf Squadbuilding trotzdem. Also ein bisschen verwirrend. Zumindest das für mich ist in der Tat verwirrend. Ja, Dortmund hat neue Chefs jetzt. Ah, findest du das gut oder schlecht? Ja, aber ja, nicht jetzt. Also der, ja gut, ab 1. Mai. Das ist ewig. Wait, what? Ja, der wird 2 Monate eingearbeitet. Aber wollte Watzke am Ende der Saison führen? War das nicht nächstes Jahr? Ich würde sagen. Dies, what it is. Ich glaube, das ist gut. Guck mal auf den Time. Aber man muss gucken. Ich liege schon im Bett. Ich liege auch im Bett. Ja, du warst der Letzte, what the fuck. Ich bin gerade reingegangen. Boah, Junge. Money, money, money. Oh ja, der war hier. Lecker, lecker. Peter hat 1600 verloren. 1600 haben Christian und ich wieder reingeholt. Naja, während Peter kacken war. I'm so sorry. Ich muss jetzt vor allen Dingen auch noch weiter diese scheiß Skelette killen. Wie viel denn noch? 3. Oh, warte mal, ich habe ja nur hier die Prämie. Aber die Quest geht noch, oder? Ja. Geil. Ach. Was ist da explodiert? Da nicht der Ofen. Okay. Was ist eigentlich mit Pilzen so in der Höhle? Ich glaube, die haben wir noch nicht freigeschaltet, die Höhle, oder? Doch, doch. Haben wir schon? Okay. Ja, guck mal, hier sind überall Pilze gewachsen. Kannst du da zusätzlich. Ich habe bei meinem Spielstand habe ich da Früchte. Das ist eigentlich voll geil. Früchte ist, glaube ich, die schlechtere Variante, habe ich gelesen. Okay, krass. Weil die Pilze sind potenziell dafür da, dass du dann später. Alter. Irgendwas kannst du damit craften, irgendein Lebenszeug, damit du fighten kannst. Ah, okay, ja gut. Die Höhle hat mir sehr bei den Büscheln geholfen, muss ich sagen. Ja, okay, du kannst natürlich halt Bäume pflanzen, so, ne? Genau, die sind aber arschteuer. Erstmal ein bisschen teuer, ja, das stimmt. Aber vielleicht ist da noch ein alter Eintracht, den ich da gesehen habe. Das kann natürlich sein. Ja, so, ich gehe mal weiter eine Runde angeln. Angling. In Angling Main. Ich muss eine Sache hier machen. Jetzt kurz mal Lea umgarnen. Lea ist einfach. Die ist einfach rumzukriegen. Muss ich sagen. Was will die so?
Treibholz. Ja, einfach ein Stückchen, ey. Das ist schon angenehmer als Diamanten oder so. Ja, das ist aber nicht das, was sie am liebsten will. Am liebsten will sie Ziegenkäse. Okay. Hat Geschmack. Ist zumindest nicht unsympathisch, ne? Ja, finde ich auch. Das andere ist Salat. So. Was will denn Abigail, Chat? Was macht ihren Charakter so aus? Die mag Amethysten, die will, ja. Alles, was lila ist, haben sie auch so gesagt. Ja, das habe ich gesagt. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Ich muss sagen, wenn du so einen Salat hast mit Ziegenkäse, der so ein bisschen so karamellisiert angebrannt ist. Finde ich schon nice. Das ist Top-Tier-Salat. Finde ich. Kürbisse und Quarz. Kürbis, okay. Dunkelnde Steinchen. Quarz. Abigail ist hot. Ja, danke. Gewöhnlicher Pilz. Oh, den müssen wir noch abgeben. Kick mal, kick mal. Okay, aber mit dem Zauberer muss man reden. Okay, alles klar, dann mache ich das sofort mal am besten. Kommen Pilze von alleine oder muss man die irgendwie anbauen? In der Höhle kommen die von alleine. Die findest du in der Höhle und die kannst du halt dann in den Ding kriegen. Ja, aber wenn man die hier erntet, muss man die nicht irgendwie wieder neu säen, oder? Nee. Ernten, was wir sehen. Ich weiß, wenn man jetzt nicht auf JD Fragen verstanden hat. Das ist ein Lied von Fanta 4. Ja, okay, aber das ist ja nicht die Antwort auf die Frage gewesen. Nee, aber wir ernten, was wir sehen. So, 10.30 Uhr. Geht ins Wartezimmer von Harveys Klinik. Ach nee, Moment. Was haben wir denn heute für einen Tag? Normaler Tagesablauf. 12 Uhr. Geht am Ufer nahe der Insel südwestlich ihrer Hütte. Alles klar. Komm raus, Lea. Oh, da wird jetzt hier schön mit... Hast du Lauch dabei? Vicky. Klar. Stalkt. Ich hab was Lauch? Nee, Lauch habe ich nicht. Lauch mag die. Ja, ich geb der Treibholz. Die mag Müll. Deswegen bin ich auch hier zusammen. Ja. Halt. Schon mal die Witze hier vorwegnehmen, bevor ihr diese rausbrecht. Kann man nur mal. So, Abigail lebt im Laden, hat der Chat gesagt. Das heißt, ist das die Tochter von Pierre? Abigail? Pierre ist doch der Ladenbesitzer, oder? Abigail ist die Tochter von Pierre. Ich habe mal, hab mal gelesen, dass Pierre voll verhasst ist in der Stardew Valley Community, weil der die Sachen, die er verkauft, als seine eigenen ausgibt, obwohl die quasi gesponsert oder verkauft sind von den Leuten. Ist der den Klassenfisch noch? Alles verkaufen. Nee, die Pilze brauchen wir teilweise noch. Ja. Den gewöhnlichen Pilz und die Morchel, die müssen wir noch abgeben. Ach, ja, das ist echt gut mit der Animation, dass man das direkt sieht mit dem Bündel. Gibt eine Fantheorie, in der es heißt, dass Abigail das Kind vom Zauberer ist. Guck mal, Pierre ist so verhasst, dass denen sogar seine Tochter abgesprochen wird von der Fan-Community. Geh zur Staffelei, um zu malen. Wo ist denn die fucking Staffelei? Du kannst die ist malen? Doch bei der im Haus, oder? Lea malt. Künstlerin. Ja, Lea, aber du, kannst du malen? Ich? Wie kann ich malen? Also, du musst zur Staffelei, um die zu finden. Ja. Ich habe ein Knochenschwert gefunden. Geil. Ich? Wo hast du denn das so gefunden, Peter? Das ist einfach von einem Mob gedroppt worden. Alter, der Mob hat gedroppt. Wie viel Damage macht das? Das macht 20 bis 30. What? Okay, das ist mehr als doppelt so viel. Sick. Wo hast du das her? Ich muss ja alles doppelt sagen. Hat einen Drop gedroppt. Ja, hat einen Mob gedroppt, Alter. Ist nice. Drop. Ich muss immer wieder rausgucken, wo jetzt hier Lea ist. Ich bin ja ein bisschen am Stalken. Ich weiß nicht, wo die um die Uhrzeit ist. Bestimmt in der Kneipe. Ne, ist sie ab 16 Uhr erst. Ich glaube, hier gibt es nichts Relevantes bei diesem komischen Laden. Aquarium, wir brauchen Wein noch können wir selber Tierfrolle. Machen. Kürbis können wir selber machen. Das ist nichts, was wir jetzt unbedingt brauchen, glaube ich. Außer ihr seht halt anders, Chat. Ich brauche noch so Schalentiere, fällt mir auf, ne? Guck mal, vielleicht brauchen wir davon ein paar Sachen. Habe ich gerade doch geguckt, Alter. Okay. Habe ich doch den Chat gefragt. Wo sind denn die Pilze? Also wir brauchen sowas wie den Kürbis, aber den Kürbis können wir einfach selber anbauen, wenn es soweit ist. Scheiße, ja, haben wir eine grüne Bohne? Wir brauchen jetzt eh bis zum Frühling wieder.
Ja, genau, weil wir im Frühling nicht alles geschafft haben. Ja. Also seltene Samen, sagt der Chat, ist immer worth it. Brauchen wir aber nicht. Seltene Saat. Im Herbst aussehen braucht die gesamte Jahreszeit, um zu wachsen. Kostet 1000. Für mich keine Investition, die wir jetzt tätigen müssen. Unbedingt. Aber da steht seltene Saat mitnehmen. Okay, dann nehme ich die jetzt mit. Dann werden wir es safe vergessen bis dahin. Der Chat wird uns erinnern. Aber wir haben jetzt diese Gewinnkarte, Christian. Hast du die schon eingelöst? Nee, ich hab die noch. Okay, ich löse jetzt die mal ein hier. Dankeschön. Sebimon für den Sub, Luca, Simu zockt, Bob Bobsen, Ari von See, Hatzke, Eat My Post, Rohr, Lukas und alle anderen, die gesubbt haben. Dankeschön. Danke. Da ist sie. Da ist sie. Da stehen leer. Komm, ich schenke dir jetzt Fasern. Freut sich bestimmt. So ein Clown-Glatzkopf hinter dir. Oh, danke. Bleib stehen. Dieser hat hier eine interessante Form. Ja, Y-Form. Ja, hast du mein Treibholz gesehen? Macht euch doch eine Kiste pro Saison. Ist das smart? Habe ich auch bei meinem Speierstand. Das könnte schon smart sein. Hey, Penny. Geht dir nicht schlecht. Mach gleich mal Kisten. So, was kriegen wir denn jetzt hier für diese geile Gewinnkarte? 40 Setzling, lol. Der ist ja insane viel wert. Der ist nice, ja. Ihr könnt es direkt mal ransetzen irgendwo. Einen schönen Ort finden. Wächst nur, wenn die 8 umliegenden Felder leer sind. 8 umliegende Felder. Achso, ja, okay, doch, ergibt Sinn, klar. Muss ich da auch, muss da... Alter, jetzt wenn es schon wieder 17:30 Uhr ist, ich hasse dieses Zeitsystem in diesem Spiel einfach. Muss da eine Vogelscheuche neben in der Nähe sein von Bäumen? Nee, okay, gut. Die wächst von alleine, muss sie auch nicht gießen. Okay, sehr gut. 28 Tage trägt im Sommer Früchte. Okay, das ist jetzt ein bisschen belastend. Aber besser als gar nicht. Das ist doch super. Bis dahin ist er vielleicht gewachsen, aber wir schon die Frucht kriegen wenigstens. Ja, aber nur einmal maximal oder so. Dreimal. Eine pro Tag. Ah, eine pro Tag. Wenn das Ding erwachsen ist. Und 3 Stück können maximal dran hängen. Oh, lol. Okay, krass. Christian, was sagst du da? Aus der gefunden. Müssen wir noch abgeben. Sehr gut. So, wo wollen wir denn hier einen geilen Baum? Hier ist doch ein schöner Platz. Hier ist doch ein Fleckchen Erde. Da macht er sich doch gut. Ja, hier sind doch alle Felder drumherum frei. Wieso geht das nicht? Nicht für diese Jahreszeit. Wow. Das ist kein Baum, Peter. Den du da hast. Natürlich! Achso, 100%ig hast du da nicht den Baum gerade. Ja, Entschuldigung, ich habe mich vertan. Wieso geht das denn jetzt nicht? Oh mein Gott. Es darf nicht umgebaut-dingens sein. Egal, kann man fixen wieder. So. Seegelee, okay. Also ich finde auch, dass die Zeit immer relativ knapp bemessen ist, aber ich finde das eigentlich eine gute Sache, sonst kommt man von alleine, glaube ich, nicht gut voran. Ja, wenn man jetzt unendlich viel Zeit hätte, würde, glaube ich, der Sinn vom Spiel so ein bisschen verloren gehen. Ja. Wir hatten das ganze Holz, oder bin ich blind? Ich habe es gerade reingepackt. Ich habe gerade hier 2 so Recycling-Dinger auch gemacht, weil wir auf den Sack gehen, damit zu warten. Ja, okay. So, einmal kurz den Chat knuddeln, so, zack. Immer noch kein Wasser, aber ist mir egal. Machst du da jetzt? Ja, ich überlege, wo ich die fucking Truhen hinpacke für die Jahreszeiten. Wir müssen ich finde halt dass wir ab Sommer das mal hier hübscher machen können, weil das sieht hier scheiße aus, einfach so ein großes Feld. Ja, bin ich bei dir. Aber ich weiß trotzdem nicht, wo ich die Truhen hintun soll. Das kann ich dir auch nicht sagen. Ich weiß, dass ich jetzt ins Bett gehe. Ich bin dead. Zack. So, gute Nacht. So, was ist eine Frühlingsfarbe? Eine Frühlingsfarbe ist, finde ich, so ein Grün, genau. Eine Sommerfarbe ist so Gelb, finde ich. Ja. Eine Herbstfarbe ist Orange. Rot, Braun. Und eine Winterfarbe ist Blau.
Blau, finde ich auch gut. Also haben wir jetzt Jahreszeitenkisten zwischen dem Haus von Jay und mir. Für? Damit wir sozusagen da unterscheiden können, was zu welcher Jahreszeit gehört. Was unterscheiden? Die, damit wir eine vernünftige Item-Aufteilung haben. Aber was brauchen wir denn nur im Winter? Ja, damit du weißt, was wozu gehört. Stehen, also Saat. Zum Beispiel Saat. Was denn noch? Zum Beispiel Sachen, die wir sammeln wollen. Verkaufen wir die nicht oder geben die ab? Nicht immer. Manche sammeln Sachen. Irgendwann lohnt es sich, die nicht mehr abzugeben und dann zu warten und daraus dann Gelee oder Eintopf oder wie eingemachtes und Marmelade oder sowas daraus zu machen. Oder du kannst ja Hopfen farmen, so, dann gibst du das halt in Fass, dann wird daraus Bier, dann ist das halt mehr wert. Anstatt halt das rot zu verkaufen. Okay. Oder so, jetzt die seltene Saat, die ich schon gesammelt habe, die kommt in die Herbstruhe. So, eine Raketenwissenschaft für sich. Zack, ab ins Bettchen. Oh, wie viel Money macht. Was ist das denn? Ein rot ist doch nicht Sommerchat, gelb ist Sommer. Oh! Was ist das denn? Oh! Ich Battle Royale. Kistchen. Was heißt das? Die können jetzt überall gefunden werden. Und dann, wenn du welche findest, also ich glaube, ich weiß nicht, wo du die überall finden kannst, aber die sind unter anderem, wenn du Bäume fällst zum Beispiel oder in der Mine, überall können die sein, kannst du die aufknacken lassen vom Schmied. Cool. Oh, 1600. Let's go. Also geben wir dann im Sommer erstmal alles Geld, was wir haben, für Saat aus. Aber wieso alles? Können wir überlegen, mal in neuen. Also von mir aus, da wir ja auch einen hier eher tierischen Speicherstand haben. Also überlegen, ob wir mal Richtung Tiere und einen Stall bauen. Ja, Bock drauf. Ja, ja. Ein Glück. Wie nennen wir das? Wir haben schon Dennis und Sebastian, haben wir schon. Andi. Ja. Moment. Ja. Joe Heinz. Das finde ich gut. Ich bin Joe übrigens Heinz dafür, dass wenn wir eine Ente haben, ist ein kleines Küken. Später, dass wir die Ente auf jeden Fall Andi nennen. Oh, apropos Ente. Wieso die Ente? Es gibt auch Enten hier. Man könnte meinen, Peter, du machst perfekte Überleitung. Ja, raus. Frau und ich sind aktuell sind in der ersten Überlegungsphase, euch eine Ente anzuschaffen. Einen Hund zu holen. Okay, geil. So. Okay, I'm komplett, jetzt höre ich dir zu. Die erste Dingens. Und wir sind hängen geblieben. Also, da direkt beide drin verliebt in den Nova Scotia Duck Tolling Retriever. Kurz Toller. Nova Scotia Nova ist so ein Ort, oder? Nova Scotia Duck Tolling Retriever. Ja, das ist cool. Die sehen so cool zeigen aus. Ja, dass Jay hängen geblieben ist, wusste ich ja so, Chat, aber. Das ist ab direkt Liebe. Ja, das ist cool. Direkt Liebe. Problem ist, wenn du mal nach Züchtern suchst, gibt gefühlt 6. Oh, das ist schlecht für den Preis. Ja, der Preis ist mir erstmal egal. Ich will erstmal dieses Tier. Spielt keine Rolle! Nein, aber was heißt denn, ob das Tier jetzt. Also, ne, ist halt ein Tier, was du dir anschaffst. Wenn ich einen Hund hole, dann bin ich auch durchaus, ne, kann ja auch mal eine hohe Tierarztrechnung kommen oder sowas. Dann macht halt. Dann stört mich das auch nicht, ob ich jetzt für den Hund 900 Euro ausgebe oder 2000. Was sind die süß? Ist mega süß, oder? Ja. Die kleinste Retriever-Sorte, also die es gibt. Da sind wir direkt hängen geblieben und haben uns verliebt. Finde ich cool. Ja. Okay. Aber ist schwierig.
Da ja, vor allen Dingen, wenn es so wenig gibt, also so ja. wenig Züchter gibt. Ja. Es gibt so viele Möglichkeiten, die man machen kann. Ne? Also wir sind halt, wie gesagt, da noch bei, aber ich denke mal, so ein Hund, also wenn es die Rasse sein sollte, dann wirst du auf jeden Fall, also die kriegst du halt nicht irgendwie aus dem Tierheim oder sowas, weil so selten, die wirst du... Guck mal da, mein Ex züchtet die. Vitamin B, let's go. Dein Ex züchtet die. Seid ihr im Guten auseinandergegangen oder im Schlechten? Als ob so viele so einen Toller haben. What the fuck? Ich fand das ist eine Hunderasse, die ich bis gestern noch nicht wusste, dass es sie gibt. J-Tierarzt. Ja, als ob ich alle 5000 Hunde so Arten gibt, ey. Kenne. Ja, so, Stall oder was? Den dicken aber. Kriegt einen Spielkameraden. Ja, wir haben mal überlegt, du musst anfangs anfangen. Nee, nicht Hühnerstall auf jeden Fall. Nee, ich weiß, du musst mit dem normalen Stall anfangen, um den dann aufzuwerten. Du meinst ja. einen normalen Stall bauen. Ja. So, wo wollen wir den denn hinhaben? So, schon der aus, ich angel. Schon eigenen Zaun dafür, ne? Es gibt so viele Züchter. Ich kenne auch eine Züchterin, die züchtet nur Dackel. Und Windhunde. Ich kenne auch einen Züchter, der züchtet... Borgis, eventuell. Ja. Ja, krass. Ja, aber den kenne ich von vor 7 Jahren. Da habe ich zuletzt mit dem gesprochen. Also ich kenne den nicht wirklich. Dahin kommt's. Okay, wir brauchen relativ schnell jemanden, der eine gute Axt hat, um die Baumstümpfe zu entfernen. Aber eine bessere als Kupfer hat doch keiner, oder? Dann sollte mal einer well, nee, jetzt eine Geld Axt. Nehmen. Nee, nee, ich habe nicht mal eine Kupfer-Axt. Ich glaube, eine Kupfer-Axt sagen, könnte sogar reichen. Habe ich nicht. Ja. Kupfer-Axt hatte ich nicht. Hast du eine, sollte Jay? Sollte man dann mal... Nee. Okay, ich gönne mir das jetzt. Ja, eben hieß das noch, das ist so teuer. Das stimmt doch nicht. Okay, bevor ich das mache, ich kaufe... Nee, warte mal, Tiere kaufen ergibt keinen Sinn. Aber nochmal zwei Hühner? Doch, zwei Hühner ergibt doch schon noch Sinn. Ja, wir züchten die, nein. Achso, nein, wir züchten die, ja, stimmt. Komm, ja, wir haben doch jetzt rein. 3 aus 2 gekriegt. Ja. Ja, nee, Hühner da, züchten ergibt keinen Sinn. Verein wird Peter bereicht. Eine Ente kaufen könnte Sinn ergeben. Warum das denn? Eine Ente sollte man kaufen, ja. Aber ja, die kannst du, glaube ich, erst im größeren Hühnerstall holen. Ja, wir haben noch nicht. Wir haben noch, ist der zweite Stall schon der Luxushühnerstall? Weil der, den wir haben, der sieht schon nicht so klein aus. Stimmt, den können wir schon. Wir haben den ja schon einmal upgegradet, ja. Du hast recht. Also eine Ente könnte man kaufen, weil Enten bringen Christian auch nochmal Kohle, dadurch, dass sie auch nochmal andere Eier legen, andere Mayonnaise kannst du daraus machen. Und die könnten Entenfedern fallen lassen, die wir wiederum brauchen. Aber willst du da nicht direkt 2 Enten kaufen, damit wir eventuell dann auch mal 3 haben? Geht auch mit einer 3 machen. Was? Ja, kannst du auch in den Brutkasten werfen. Ja, genau. Aber... Geht sogar witzigerweise auch bei den anderen Tieren, auch wenn das keinen Sinn ergibt. Okay. Hast du in deinem Speierstand schon Dinos? Wait, du kannst... Nee. Was? Ich bin noch nicht... Wir haben noch nicht mal ein Jahr geschafft. Ah ja, okay. Ach, das kostet über 2000. Ich habe noch nie mehr als ein Jahr geschafft. Alter, was ist denn hier für eine Party? Haut ab! Okay, ich rase zum Tierhändler. Enten schwimmen auch im Wasser, bestes Feature. Kann man Wasser anlegen, Chat? Kann man Enten fangen? Nee, das kannst du, glaube ich, nicht. Hallo Willi. Willi will's wissen. Dankeschön, Nerdy Neku, Wizard and Trifist, Freecore, Heinz Harald, Tobi und alle anderen, die gesagt haben. Dankeschön. Wie lange hast du mit deiner Frau gebraucht, Christian, um euch für Emma zu entscheiden? Also von lass uns einen Hund haben bis hin zu. Wir haben Emma abgeholt. Schon ziemlich. Ja, also bis sie abgeholt lange. Also, die kleine Anni hat zu uns nach Hause Hund geschickt. Zu holen, Dezember. Oh, Anni. Abgeholt im Juli. Also doch so relativ fix dann auch ein. Er kommt ja auch drauf an, wann der Wurm. Ja, wir haben aber erst nach anderen Hunden geguckt. Wir waren auch bei einem Züchter für zum Beispiel, wie heißt die noch? Wie heißt dieser? Die sind auch tiefer gelegt, aber nicht Hütehunde, sondern Jagdhunde. Beagle. Genau, beim Beagle-Züchter waren wir auch und der hatte eher so für komplette Anfänger so abgeraten. Und Beagle ist auch bei uns in der engeren Verlosung tatsächlich.
Für Corgi waren wir zum Beispiel auch erst bei einer Corgi, bei so einer Hundeschau. Um uns dort mal anzugucken. Ah. Igel sind auch sehr süß. Gute Versuchstiere, glaube ich. Habe ich gehört. Wurde zumindest immer bei uns in der Klinik, in der Uni benutzt. Wir haben ganz viele Beagle gehabt. Oder haben die immer noch, keine Ahnung. Okay. Bei euch in der Klinik werden Tierversuche gemacht? Nein, nicht Klinik. Uni. Achso. Ja, nicht Tierversuche, Blutspender und so weiter zählen die auch. Achso, weil du hast Klinik gesagt und du ja, der Uni, Versuch keine Ahnung, du hast gesagt. Da bei Beagle, weißt du, dann kommen die dann ran und dann werden die dann von den Studenten auch untersucht und so ein Zeug. Oh. Um lernen. War vielleicht falsch ausgesprochen. Krieg kein Lippenstift auf den Mund. Oder sowas. Kriegen nur Nagellack. Ja. Damit. Was ist los? Alter, was? Was ist das denn? Ich habe jetzt kein Tor platziert für das Ding, was ich bauen lasse. Und weil ich meine Axt gerade abgegeben habe, kann ich auch diesen Zaun nicht wegmachen. Geh mal in mein Haus. Da ist die Truhe, da ist eine Axt drin. Ich habe so einen Geist gekillt, der hat so einen indischen Wels fallen lassen. Lol. Also ein Fisch. Guck mal, ob wir den brauchen. Ja, den brauchen wir. Okay, indischen Wels? Okay, das ist nice. Das ist dieser Weiße, oder? Mhm. Wir bräuchten auch mal Wege. Warum? Wir brauchen alles. Ja, Wege, da läufst du tatsächlich auch schneller drauf. So. Geil, Alter. Feuerwandlerstiefel. Ja, mehr Gras drin, check ich. Halt, wir können es auch komplett viereckig machen, wa? Oh nein. Hau dir Häuser. Ein Zaun baue ich. Ja, ich verstehe das auch mit der Breite. Bin ich bei euch. Aber wir sind jetzt bei Stufe 80. Gibt Stiefel zu holen. Müssen wir nochmal neu machen hier. Ich meine, wer in einem Monat oder zwei, also, ne, nicht, also Sommer und Herbst oder sowas, da diese ganzen Holzzäune neu machen müssen. Zum Kotzen. Ja, Holz ist zum Kotzen. Die sind leider relativ schnell immer kaputt. Ja. Lea, Püppchen, wo bist du? Püppi. Oh, da ist Penny. Was möchte ich von mir haben? Seetang. Tut mir leid, aber ich hasse das total. Okay, Peter, ich will Penny keinen Seetang geben. Penny gibt mir auch am Arsch vorbei. Der Treibholz kannst du dir geben. Nee, das ist leer. Ja, dann Penny auch. Lauch. Oh, danke, die hat eine interessante Form. Ach, da ist der Stein. Ich sollte dein Haus versetzen. Oh, hätte ich besser Steinzäune machen sollen? Hm. Was denn? Komm in der Betonwelt. Hätte ja zumindest schneller, länger gehalten. Ja, ich dachte, wir haben die noch nicht, scheiße. Genau, weil die Holzdinger gehen kaputt. Aber ich würde sagen, dann wechseln wir die Stein irgendwann aus. Stein gehen auch kaputt? Ja, sehr. Alles geht kaputt. Der kommt zum Bündel Spezialitätsfische. Jetzt brauchen wir da noch den Kugelfisch, den Sandfisch und den Waldspringer. Den Sandfisch kriegst du in der Wüste, den Waldspringer kriegst du hinter dem Hartholz und den Kugelfisch im Sommer, im Meer. Ja, geil, oh. Muss die Auster noch abgeben. Ich, du liebe. Ich hab Bock auf einen Hund, glaube ich. Ja, geil. Wie seid ihr darauf gekommen so? Ich hab schon immer mal wieder darüber nachgedacht und irgendwann hat es dann auch Klick gemacht bei meiner Frau, weil ich bin halt partout nicht dafür, dass nur einer von uns das halt will.
So. Sondern beide müssen halt einen Hund haben wollen. Also, ja, ich finde, das ist eine Entscheidung, den kann man einfach mit nach Hause bringen. Nein, es war halt vorher so ein Ding wie, du kannst gerne dir einen Hund holen, aber dann musst du dich halt auch komplett alleine darum kümmern. Und das finde ich halt Quatsch, so. Vor allem, was mache ich denn, wenn ich jetzt zum Beispiel bei der LAN bin? So, dann kann ich mich nicht um den Hund kümmern, weil ich ihn nicht mit zur LAN nehmen muss, dann muss sich jemand anders drum kümmern. Und das war so irgendwie, der Status ist jetzt weg, sondern wir haben jetzt beide Bock auf den Hund. Wäre halt scheiße, wenn das anders wäre. Definitiv. Ja. Hey, wie nimmt man den Stapelsachen da weg? Achso, mit Rechtsklick, wow. Mit... Kann man die Schuhe verkaufen? Haben. Fällt mir gerade ein. Ja, bei der Abenteuergilde. Ja. Ah, ich habe noch Jace Axt, Moment. Ja, nicht, ich nehme auch deine. Meisterschleuder bestimmt auch, ne? Ja, kannst du auch bei der Abenteuergilde verdicken. Welche Rasse war das nochmal? Also Plan A wäre Nova Scotia, Duck Tolling. Hast du ja auch den längsten Rassennamen ever ausgesucht. Ja, kurz heißt der halt Toller. Na, Toller einfach, okay. Toller. Muss aber mein Vater gesagt, der heißt Toller. Kurz gesagt. Jetzt ist natürlich die weltbewegende Frage. Wie heißt der Hund? Weiß ich mal, gibt ob das männlich ja oder weiblich ist. Ey. Ja, ja Peter, das angucken. Ist doch bei Kindern genauso. Also. Ich möchte auch divers werden, was weißt du nicht? Ich glaube, Klaus wäre super. Ich glaube, ich nenne ihn Emma. Nenn den Marcel, kannst du auch machen. Das ist mir so egal. Oder Levi. Ich nenne meinen Hund Levi, Alter. Alter. Warte, ja. Was findest du denn daran so schlimm? Wäre ja, schon ein bisschen witzig, muss ich sagen. Aber lohnt sich das jetzt überhaupt noch, die Pflanzen zu gießen? Nö. Nee, wieso nicht? Ja, morgen sind die tot. Tag, die sind alle weg. So. Nee, ich will meinen Hund hey, was ist das denn hier? Levi nennen oder Julius. Das ist ja, guck mal schön, oder? Hier kommt unser Stall. Ich hätte auch gar keinen Bock, meinen Hund irgendwie so Kuhstall, Peter oder? Zu nennen. Kuh oder kann sowas. Da rein, Schwein, Ziegen. Kühe geben Milch, Schweine geben auch Milch. Trüffel. Ah ja, lass uns so eine Trüffelfarm machen. Aber Jay, weißt du, wann der Trüffel kommt? Ich habe jetzt schon seit Ewigkeiten einen scheiß Schwein. Ich habe doch keine Schweine in meinem Ding. Ich hatte das hier ist die kleine Anni. Letztes Ding, was ich hatte. Baby Anni. Lass auf jeden Fall Trüffel machen. Wer ist Joe Heinz? Ah, geil. Also wir haben jetzt drei Hühner dann und eine Ente. So der aktuelle Stand. Jetzt können wir hier mit geilen Mayo machen. Und ach, kaufen können wir dann gleich als erstes, glaube ich, nur Kühe. Sobald Robin fertig ist, können wir Kühe kaufen. Ziegen und Schweine kommen erst später. Und ich weiß nicht, was da noch kommt. Ich habe mal auf irgendeinem Screenshot habe ich mal Sträuße gesehen. Keinen Plan, wie man an Sträuße kommt. Das ist ein guter Punkt, Chat. Ich wäre sehr gerne dabei, wenn Jay seinen Hund ruft und aus Versehen Brammen sagt. Warum? Ich würde den niemals, würde ich den irgendwie so einen Namen geben, den ich hier... Ja, nee, aber angenommen, der heißt, weiß ich nicht, Hasso, du sagst hier, Bram, komm mal her. Weil ich mich vertue, oder was? Das kann ja passieren. Nee, glaube ich nicht. Bin ich ja, das sage ich ja nur, wenn ich aufgeregt bin. Anni ist geflohen. Anni spielt Prison Like Danny spielt. Die ist geflohen einfach übers Wasser. Wer? Ist sie einfach geflohen. Wer ist geflohen? Anni und Anni die Ente. Unsere Ente heißt Anni die Ente. Die Enten sind weg. Ja, eine Ente ist einfach ins Wasser. Die können ja schwimmen, wie der Chat vorher gesagt hat. Und ist einfach aus dem Wasser wieder raus, außerhalb des Zauns. Also haben die dich einfach outplayed, ne? Ja, Anni hat mich komplett outplayed. Aber egal, die gehen trotzdem nachts wieder in den Stall. Hier kann nichts passieren. Nee, keinen Fall. Ich mein's zumindest nicht. Was kostet eigentlich so ein Stall, den wir da bauen? Nein, die ist nicht so billig, aber 17.000 ist auf jeden Fall ich gut. Ich wollte sagen, wir haben ja noch voll viel. Also ja, die können wir ja gar nicht gießen. Eine Kuh müssen wir auch kaufen, ne? Ja, genau, die Kühe, also die Tiere sind dann auch nicht günstig. So ein Schwein kostet 16.000 alleine. Was? Was ist das für ein goldenes Schwein oder was? Er macht halt Trüffel.
Meine Kühe pflanzen sich auch irgendwie nicht fort. Ich verstehe das nicht. Ja, das dauert. Und die müssen, glaube ich, erst richtig Liebe haben und dann... Haben sie bei mir und die sind auch ausgewachsen. Und dann muss ja das schon mega Zufall Jahr. Sein. Ja, das ist super selten, dass die mal fortpflanzen. Oh, hier ist schon die Bad Music. Aber wir sind jetzt im... Hello. Wir brauchen aber noch nicht, ne. Die nächste Spitzhacke. Das wird einfach Chat heißen, auf gar keinen Fall. Ja, hab ich vorhin auch schon im Chat gelesen, dass du da nur Chat sind. Hey, noch Luca. Nein. Wenn ich in einem Meeting bin, ja, und ich Luca sage und der Hund dann wach wird, ist das immer dumm. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, wir stellen irgendwann eine Katze rein, gefunden. Die Emma heißt. Ja. Was meinst du, wie nervig das wird? Was hältst du von Boris? Mega. Den rede ich ja. Dessen Name ist ja auch vorhanden. Oh, Peter, die hauen aber auf. Die hauen gut zu, Alter. Ich bin hier der Kämpfer jetzt. Ich hab das bessere Schwert. Flieh, okay, du da! Dann machst du da die Stimme killen. Ja. Du könntest auch in der Zeit abbauen, zum Beispiel. Nee, da hinten ist ja die Leute. Achso. Achso, ja, aber wir wollen vielleicht auch noch das Gold. Macht man denn aus Gold? Machen. In Minecraft war Gold ja zum Beispiel immer völlig useless. Nee, das ist hier tatsächlich super useful, weil deine Werkzeuge musst du damit ja aufwerten. Und für die besseren Sprengler brauchst du auch Gold. Pro Sprengler ein Barren. Alter, die machen richtig damit. Ich hab Christian, Diamanten ich bin am gefunden. Sack. Vielleicht nenne ich ihn ja Louis. Okay, sagen wir Aquamarin. Das wert. Nenn ihn doch Max. Ja, Michael wäre auch schön. Michael! Nee, dann nenne ich den Michael. 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 Der Michael. Oder Schumi. Schumi ist doch eigentlich ganz gut. Den Schumi ist ein guter Name. Du hast U und I drin. Ist das nicht für ja, eine E? Du kannst wenn meine Frau halt auch Formel 1-Fan wäre, dann wäre das ja noch fast in Ordnung. Nee, ja gut, komisch, aber ist doch egal. Ist doch trotzdem ein guter Name. Nenn ihn einfach Reus. Also du, ich weiß nicht mehr genau, wie das war, aber Hunde haben doch auf gewisse Buchstaben so ein besseres... Also die verstehen die besser. Boah, ist eine gute Frage, das wüsste ich auch nicht gerade. Jacko ist tatsächlich auch ein guter Hundename, muss ich sagen. Hat Jacko als Hundename? Jacko Paris. Christian, du stehst im Bösen! Ich war gerade mein Inventar. Na, Chico. Weil mein Inventar ist voll. Chico war doch der Millionär, oder nicht? Ja. Okay, jetzt haben wir schon das zweite Mal eine Dings gefunden. Nenn ihn Homer. Nur wenn es Labrador ist, der ist verfressen. Nenn ihn Fass. Fass sitzt. Fass Platz. Aua, Alter, machen die Damage. Ich sterbe gleich schon wieder. Hier geht's gerade darum, ob wir welchen Hundenamen wir haben. Und die sind, glaube ich, also bislang sind hier nicht die besten Überlegungen gewesen. Die Disney-Prinzessin. Wir haben noch keine richtige Überlegung mit Tätig, ja. Elsa ist zumindest ein schöner Name. Elsa ist ein guter Hundename. Elsa finde ich einen coolen Hundename. Wollen wir nochmal hoch oder gehen wir nochmal zu? Ja, ich bin ein Hit und ich bin tot. Weil das, wenn die Disney-Prinzessin ein Rüde ist? Wie heißt denn der Disney-Prinzen? Dann heißt der Aladdin. Charmy. Ja. Nee, wie heißt der hier? Maui. Maui ist so eine Insel, oder nicht? Wer? Hans? Hades. Hades ist ein geiler Name. Finde ich auch geil. Hades finde ich einen nice Namen. Oh. Olaf, er liebt Umarmung. Oh, Olaf finde ich auch Olaf gut. Allerdings vergisst er dann immer so viel. Jeder denkt dann, dass wir Scholz-Fans ja, wären. Ey, nee. Ach, Quatsch. Niemand denkt an den Bist Bund, du den Hund hast, ist Olaf wahrscheinlich schon gar nicht mehr da. Außerdem habe ich den Namen wieder vergessen, wenn ich Olaf... Oh, ja, Pumba Olaf ist insane gut. Pumba? Simba gibt oder es Timon. Auch ganz häufig. Ja, Simba gibt es halt viel zu. Ja, gibt's ach, echt Simba so. Ist so ein Katzenname. Wie heißt nochmal der Affe? Little Rider. Apu. Rafiki. Achso, nee, den meinte ich nicht. Ich meinte Apu. Nee, ich meinte aber Rafiki. Könnt ihr auch Pech und Schwefel nennen. Auch gut. Aber ein bisschen lang. Jeder hört sich nun. Der eine ist Pech, der andere Schwefel. Und ich bin Hades. Geil. Beste Folge. Ja, okay, also Baloo ist auch cool. Also sich Baloo bei Disney zu inspirieren, finde ich eine gute Idee. Ja, finde ich, passt halt auch, weil wir beide Disney-Fans sind. So. Ja, genau. Wie wär's denn mit Skywalker? Olaf. Luke oder Leia? Bei Olaf. Nein, kein Luke oder Leia. Wie wär's mit Chewbacca?
Jajabings! Nein, den Hund nicht Jajabings! Doch, wir können den Hund Jajabings nennen, wenn das so ein Mops ist, der in beide Richtungen guckt. Nach links und nach rechts. Da können wir den Jajabings nennen. Alter, ich habe eine Schattenessenz gefunden. Wie ist das denn mit so. Entweder so Jabba. Oder wie wär's mit R2D2? Nicht so cool. R2. Oder C3PO. Jetzt R2, ja. Ist wie CR7. Ja, perfekt. Also ich glaube, wir kriegen Hundenamen aus irgendeinem Disney-Zeug. Ja, das Gefühl habe ich auch. Erstmal brauchen wir einen Hund, ja, das stimmt. Das ist richtig. Bumblebee, als ob ich never... Bumblebee, oh Gott. Megatron. Stitch finde ich auch cool. Stitch ist halt auch cool. Aber Stitch ist eher für mich so ein kleiner Terrier. Mhm. So ein Jack Russell Terrier, den nenne ich aber zum Stitch. Beispiel, wenn du jetzt bei dem Namen Olaf bist, ne, da hast du ja das O und dann ist noch relativ kräftig, also das A Moment, ist Moment, bei ja was? Welchem Namen? Oh, ich hab nicht auf meiner HP Pluto, geguckt, das wäre viel zu lang. Oh nein, Christian ist down! beim Lava nicht aufgepasst. Ja nein, aber so von der Phonetik hast du ja Olaf und das A ist jetzt auch nicht besonders stark. Das heißt, der Hund könnte sich eigentlich nur so ein bisschen am O orientieren. Ach so, ja. Mr. Potato Head wird hier gerade auch noch vorgeschlagen. Ist das hier oben, Abigail's Zimmer? Was? Lumière, ne, auf gar keinen Fall was Französisches. Können wir ja Beast nennen. Alter, nee, den Stein, den ich verloren habe, wollte ich doch im Museum abgeben. Oh. Den kannst du dir zurückkaufen von der Abenteuergilde. Die haben ein Objekt Wiederherstellungsservice. Wie viel Geld hast du verloren? 140 Gold. 140 nur, das ist ja nix. Ja. Wieso habe ich denn 1600 verloren? Ja, keine Ahnung. Nemo? Hm, kein Fisch. Ich bin langsam erschöpft. Oh. Also ich glaube, so Elsa finde ich auch schon cool. Wieso steht Abigail die ganze Zeit am Turm des Zauberers? Ach, deswegen die Theorie, dass die Tochter ist vom Zauberer. Ah ja. Wo ist denn das Zurückkaufding? Das ist einfach der normale Shop von der Abenteuergilde rechts. Ja. Wie läuft Abigail nach Hause, ist die Frage. An welchen Weg meine ich damit? Oh nein, ist er schon weg? Ihr seid einfach Soccermans. Schon wieder 20 Uhr, oh Mann. Ja, ist ja gut. Neue Woche, neue Geschenke. Ist sie. Ich hatte Abigail aber tatsächlich auch irgendwie ein Geschenk gegeben, warum auch immer. Aber bei manchen ist das auch, glaube ich, echt passiert, dass ich ein Item in der Hand habe, die angelabert habe und denen aus Versehen irgendeinen Scheiß gegeben habe. Ja, das kann schon mal passieren. Oh. So, da bin ich wieder. Baby. Danke. Ah. Kurz Wässerchen holen. Ja, das muss ich auch sofort mal machen, weil trinken ist wichtig. Hydriert auch, Chat, hydriert. Was? Ich liege auch schon mal im Bett. Sorry. Hm. Health reagiert. Ach, Alter. Health holt man sich aber schnell wieder zurück. Regeneriert man zügig, wollte ich sagen. Not bad.
ich muss sagen, ich hatte echt Probleme heute bei Pizza mit Kocht, als ich die Sachen Zutaten geholt habe. Hey da. Nein. Ich sehe da schlechte Sachen. Du sollst doch nicht den Stream gucken. Hab doch keine Axt mehr. Doch, hab ich wohl. Na klar. Ach, du hättest sie mir noch gezockt. Nein. Motherfucker. Ich war da nicht mal, du Wichser. Ich hab da deinen Charakter, glaube ich, gesehen. Geil, Bergarbeiter, lecker Bissen können wir jetzt machen. Aber du musst mir einmal erklären, was ist Tiroler Speck? Der heißt so. Verstehe ich auch nicht. Okay. Das ist einfach normaler Speck. Als ich zum Edeka gegangen bin, hat er mir gesagt, keine Ahnung, was Tiroler Speck ist. Dann hat er mir Speck gegeben. Einmal so, wo auch noch rot dran war. Oder einmal, wo einfach komplett weiß war. Hab gesagt, ich nehme beides und mach einfach beides da rein. Ah, okay. Hauptsache es schmeckt. Ja, das stimmt. Das ist halt so das Gros immer. Aber, ne? Ja, bei uns gibt es halt einfach im Rewe. Was soll ich dir sagen? Okay, Leute. Ja, Google hätte ich natürlich auch machen können. Ja, ich wäre immer noch eingeschmissen. Okay, es hat funktioniert. Ein scheiß Troll. Alles so, Freunde, Christian? Packen wir mal die Sense aus. Ja, alles weg. Alles neu macht der Sommer. Was pflanzen wir denn jetzt so Schönes? Ja, Jay, kannst du hier mal... Ich war das doch nicht! Verpiss dich hier doch mal! Scheißegal. Oh. Leg du mal Felder an, dass du das auch hübsch findest. Ich weiß ja nicht, was du hübsch findest. Ja, aber wir brauchen die Felder ja noch nicht anlegen, wenn wir nicht wissen, wie viel wir kaufen, ja, oder? Ja, das können wir ja vorher bestimmen, theoretisch. Ja, nee, okay. Aber das wissen wir ja nicht, wie viel Geld wir ausgeben können, ich oder? Ich mach mal Felder. Ja, doch. Okay, wie hast du nochmal die Dinger? Ja, wir haben gar kein Holz mehr. Mach die Felder doch gleich, wenn wir das gekauft haben. Warum haben wir kein Holz mehr? Wegen der Hütte, oder? Wir haben nur noch 30 Holz? Ja, Hütte und Holzzaun, das war sehr teuer. Das war kostenintensiv vom Holz her. Fuck. Ein paar hundert Holz kostet ja so eine Stall. Auch keine Steine mehr gefühlt. Krass. Ja, Steine kostet der Scheiß ja auch. Die muss ich sagen, wenn ich in der Mine bin, schmeiße ich die mal weg, wenn mein Inventar voll ist. Oh ne, Steine brauchen wir echt dringend, ey. Ja, Steine darfst du nicht wegschmeißen, die sind wichtig. Oh, jetzt kann man jetzt nicht die Beeren finden. Guckt auf jeden Fall, was wir für den Sommer brauchen. Ja. Ich lese das einmal. Wo sehe ich das denn? Ja, du kannst danach gucken, was du im Melonen brauchen wir in Gold. Kannst du auch, wenn du das Inventar öffnest. Am meisten brauchen wir Melonen, weil die brauchen wir in Gold. Ja, ein Melönchen. Jedes Melönchen gibt ein Tönchen. Außerdem brauchen wir Tomate, Peperoni, Blaubeeren. Und ja, Blaubeere, Peperoni, Tomate und Melone. Aber wir haben doch Melonensamen, haben wir doch schon in der Kiste, oder nicht? Stimmt, wir haben schon einige Melonensamen. So, ich hab Axt. Hello, Haley. Hier ist dein wöchentliches Geschenk. Bitteschön. Wird auch nicht langweilig, muss ich sagen. Hast du die gestrige Folge von Tiers gesehen? Oh, so, also wie mache ich den Kack jetzt nochmal weg? Was für ein Kack? Die gehackten Dinger. Spitzhacke, okay. Gehackten Dinger? Ja, er meint das umgedingste Erde. Mhm. So, Mohn ist das teuerste, aber... Ja, Mohn ist das teuerste. Das brauchen wir übrigens auch bei einer späteren, die haben wir jetzt noch gar nicht. Okay, aber was lohnt sich denn da am besten? Das weiß ich leider nicht. Mohn ist halt nur eine fucking Blume. Ich weiß nicht, ob sich Hopfen lohnt. Ja. Bier, Peter. Natürlich lohnt sich das für dich. Ja, ist eigentlich nicht wahr. Da kaufen wir schon mal 30 von, glaube ich. 6 rote Schleime ist die Quest, liebe Leute. Da musst du aber aufpassen, weil die kannst du nicht. Die sind fest. Was? Die sind im Ranggerüst. Die bleiben dann auch nicht weg. Rankendinger, ja. Das kann halt nervig sein mit dem Gießen. Oh mein Gott, ich habe eine Zwischensequenz. Ich wollte nur in den Laden. Ich habe eine Zwischensequenz mit Abigail. So, wir brauchen Blaubeeren. Ja, aber warum denn? Pepperoni brauchen wir auch. Ich will Zwischensequenzen, wenn die einen hassen. Ah, da brauchten wir auch Tomaten. Scheiße, was brauchten wir denn nochmal?
Muss ich mal gucken. Tomaten brauchen wir auch. Peperoni, Blaubeeren, Melone. Peperone haben wir. Blaubeeren. Dann machen wir jetzt noch Tomaten. Okay, ich muss mit dir jetzt ein Videospiel spielen. Oh Gott. Also Jay, wir haben jetzt insgesamt nicht wenig, sag ich jetzt. Wir haben, also Hopfen müsst ihr wahrscheinlich einzeln bauen, weil die halt an so einer Ranke sind. Das sind 30. Sind Mais nicht auch an so einer Ranke? Ne, die sind nicht an der Ranke, ne? Die bleiben zwar, aber die sind nicht an der Ranke. Wir haben insgesamt 140 Saat gekauft. Plus die 18, die wir noch haben. Das könnte ein bisschen zu viel sein. Wir sind nur noch am, Wir sind nur noch am Gießen dann. Ja, stimmt allerdings. Vielleicht sollten wir nicht alles direkt anbauen. Vor allen Dingen, weil wir Bevor wir das anbauen, müssen wir auch überlegen, ob wir noch Dünger da reinschmeißen. Ja, alles, was wir haben auf jeden Fall. Also du musst auch vorher düngen, bevor du da die Samen pflanzt. Ja, wir haben noch 8000. Das ist wie beim Kinderzeugen, Peter. Glaube ich. Oder? War das anders? Ja, genau. Musst du nicht vorher düngen. Ja. Okay. Also ich habe jetzt angefangen mit dem bisschen Holz, aber es sieht halt irgendwie hübscher aus, wenn das so aussieht. Ja, wir haben leider noch keine Sprengler. Ja, das ist ein Problem, aber... Ich weiß nicht, wann wir die freischalten. Das ist alles an Holz, was wir haben. Ich habe ein bisschen noch gefarmt sogar. Pack die Saat mal hier rein. Ein bisschen mehr Holz. Ja, wo packen wir die Saat rein? Das ist ja jetzt Sommer. Also kommt da logischerweise in die Sommertruhe. So, ich nehme jetzt noch Dünger. Wo ist der Harz? Harz. Wo ist Harz? Machen wir dann für die Ranken, für die Hopfenranken einfach so eine Line von oben nach unten? Zum Beispiel? Oder von rechts nach links? Das Problem ist, wir können drei in einer Reihe gießen. So, wie machst du es am angenehmsten? Ja, gute Frage. Finde die super scheiße. Juhu, Dreierteile. Ja, machst du dann immer in ja. So. Aber solche, also. Hast du schon wenigstens eine verbesserte Gießkanne, Jay? Ja. Okay, das ist schon mal gut. Wenigstens schon mal eine. So, dann haben wir schon mal den Shit jetzt gedingst. Bossen? Ja, was ist wohl die smarteste Sache? Eine Linie, Naja, oder, pass auf, was du machen kannst, Vorschlag von mir. Oh nein, hier können wir ja gar nicht anbauen. Ja, das ist ein Problem. Oh mein Gott. Deswegen habe ich halt genau das abgemessen, dass das passt mit den drei Dingern, ob das passt. So passt das halt perfekt. Du kannst doch... So gießen, dann gehe ich immer dann in die Richtung, so Sechserfelder. Genau, du musst weil dann Sechserfelder machen. Ich kann halt auch immer machen. Mal... Nee, genau, du musst Sechserfelder machen, weil sonst passt das nicht. Ja, genau, Sechserfelder. Wir haben 30 davon. 6, 12. Wie viele haben wir davon? 30, also 5. Ja. Beziehungsweise die 4. Ja, dann lass doch die Seite und, hier. Ja, genau. Und dann an der Seite noch. Achso, du meinst so. Oh, Entschuldigung. Scheiße, da war natürlich Quatsch. Was du meinst. Also, ja, und dann noch einmal hoch. Nee, Quatsch, das ist ja... Das müsste doch jetzt sein, oder? Ja, das ist richtig. Was ist los? Nee. Nee, es sollte passen. So, schmeiß mal hier noch Dinger drauf. Achso, kann ich danach mehr machen? Ja, das kannst du, das ist easy. Ist das ein Speeddünger oder ein Qualitätsdünger? Wir können keinen Speeddünger machen. Weil, okay, machen wir einfach auch so viel wie möglich. Weil Melonen brauchen wir zum Beispiel in Goldqualität. Ja, das ist perfekt. Die schaffen wir locker, wenn wir ein paar machen. Ach, scheiße. So, jetzt muss man kurz gucken, wie wir da die Vogelscheuchen setzen. Das ist auch noch wichtig. 8 Felder. Also immer 3 links, 3 rechts. Eigentlich kannst du das vom Prinzip her easy. Oder meinen die 4 Felder links? So, Leute, die können auch auf Weg platziert werden. Ja. Du kannst auch hier drüber laufen. Ja, doch. 3 Felder links, 3 Felder rechts. Ah, ja, okay.
Mein OCD kriegt rein bei der Anordnung. Ja gut, das ist halt notwendig jetzt für die, für Hopfen. Was willst du machen? Wait, aber müsste nicht hier eine Vogelscheuche hin? Oder alle habt ihr noch welche? Acht Felder. Passt doch. Ach so, ich dachte, die deckt acht Felder ab. Ne, acht in jede Richtung. Also so, dass die in der Mitte steht und dann so ein 3x3 Feld ist. Ja, man kann nicht durch die Dinger durchlaufen. Nee. Das ist Abfuck. Ja, das, ja, das ist super Abfuck. Haben wir das dann hier überhaupt hinmachen? Nee, warum? Das ist hier mit der Dingskacke, da kommst du nicht weiter. Ja. Oder du kommst halt nur von oben oder unten ran, das ist ja okay. Machen wir das so, indem wir das da einstellen und hier unten eine neue basteln. Holz, Kohle, Fasern. Dann verbrauchen Holz. Ich weiß gerade gar nicht, aber ich weiß auch ehrlich gesagt gerade gar nicht, ob Hopfen überhaupt von den Raben gefressen werden können. Soll ich jetzt erstmal nicht alles pflanzen wahrscheinlich, ne? Naja. Wir haben jetzt alles einmal hingesetzt, dann müssen wir halt immer zusammen gießen. Jeder hat halt hier drei Felder, theoretisch, oder ich kann mehr machen. Wir haben halt viel mehr Samen als Fläche hier. Ja, aber umso schneller wir das haben, aber umso schneller wir das Zeug fertig haben, umso schneller können wir halt Sprinkler craften. Und das sagt mir jetzt, bauen wir noch mehr Felder oder nicht? Ja. Nee, die wir jetzt haben. Okay, die mache ich einfach voll mit unterschiedlichen Samen. Ja. Achso, vielleicht nicht, auch vielleicht nicht aber auch mehr. Nicht mit Samen, also ne, die müssen halt auch abbaubar wieder sein. Ich weiß nicht, was jetzt dauerhafte sind und welche nicht. Blaubeeren kommen, glaube ich, immer wieder nach. Kann man das Gras nicht wegmachen? Nein. Alles wie, kann, das ist alles, alles hier, kann mehrmals geerntet werden. Alles, what the fuck? Nee, Melonen nicht. Ja, Melonen habe ich aber schon ganz aber schön die können wir gepflanzt. Doch irgendwann gar nicht mehr anpflanzen, oder? Was? Ich sag, die Sachen können wir ja dann im Herbst gar nicht mehr anpflanzen. Also wofür willst du die Samen denn dann aufbewahren? Naja, sonst gießen wir nur noch und machen gar nichts anderes mehr. Achso, ja. Das ist so ein bisschen das Problem, dass ich da ein bisschen übermotiviert war. Wenn wir Sprenkler haben, können wir die Felder theoretisch erweitern. Ja. Allerdings woanders hin, weil hier dürfen wir ja nicht mehr anbauen. Das ist doch beschissen, dass hier oben überhaupt so ein großes... Deswegen ist die Farm scheiße. Ja, der Hühnerstall ist ja in dem Bereich, wo man anbauen darf. Auch, das ist ja auch lost. Naja, aber eigentlich brauchst du ja auch das... Mayonnaise wird verkauft, wa? Ja. Du brauchst das ja. Auch damit da Gras wächst. Aber das, achso, das wächst auch gar nicht auf Grün. Oh mein Gott. Hey. Ich sag ja, Grün ist Bullshit. Dieser Hof ist trash. Ah. Nur der Standardhof ist cool. Ja, das ist in der Tat ein bisschen belastend, muss ich sagen. Gut, die Melonen müssen wir dann, die Melonen können wir dann ersetzen durch anderen Shit. Ach, sehr gut, das wollte ich nämlich auch gerade machen. Dunkel hier, ne? Mhm. Wir haben kein Holz mehr, ne? Mhm. Scheiße, ey. Da fahr mich morgen. Ich fahr morgen wir, dann setze ich jetzt hier, ja, kann ich auch machen, nur dann setze ich jetzt die Vogelscheuche da hin, damit uns nicht der Hopfen weggesnackt wird. Sternfrucht habt ihr auch angebaut, ne? Nee. Die nicht, ne. Aber die kann man im Sommer pflanzen, davon haben wir immerhin zwei. Ja, okay, sollten wir machen. Hier ist noch Platz. Weil ich glaube, Sternfrucht gibt richtig Cash. Wie lange baut die denn da so eine Kackhütte? Silo wäre wichtig, oder? Um Gras für den Winter zu sammeln. Ja, stimme ich euch auch zu. Ja, das haben wir ja aber noch Zeit. Das ist noch weit weg und wir haben echt krasses Gras so. Richtig krass. Guck mal, jemand hat halt einen Scheißhaufen verkauft. Minenarbeit, nice. Ey, wer verkauft denn hier Solar-Essenz? Ich? Brauchen wir das nicht für irgendeinen Shit? Keine Ahnung. Ja, nicht. Danke Papa Joe und Il Bumindati und Fischis Lecker und Yumi Poro und Yanni Nato und Syntax und alle anderen, die gesubbt haben. Vielen lieben Dank euch. Ach, kann er nicht mal riechen. Schön. Da habe ich eigentlich die ganze Zeit so eine scheiß Passion. Aber jetzt geht los. Ich kümmere mich schon mal um die, erstmal in erster Linie um die Hopfen. Ja, ich fange mal hier oben links an. Alter, die Pilze hier sind alle wieder fertig. Irgendwer mochte Pilze, glaube ich. Ich glaube, Lea. Willst du davon einen haben? Nö. Wollte ich. Bleib auch mal nett. Okay.
Oh, das ist schon verkackt. Gießen ist so Schmutz. Im wahrsten Sinne des Wortes. Alter, hier kommt ein fetter Heli jetzt gerade über uns geflogen. Ich dachte, das wäre dein Controller, der irgendwie vibriert, weil du gießt. Nee, das ist auch kurz gedacht, ja. Das ist ein Heli. Das ist ein Heli. Olaf war essen. Wann lernen wir denn die scheiß Sprengler, Alter? Ja, wir müssen halt Futter abgeben da. Na guck mal, ist so okay. Ja, aber jetzt hast du schon, also ihr habt jetzt schon 198 Energie nur noch. Weiß nicht, wie ihr das habt. Oh, 210. 222 habe ich wohl am wenigsten schon gemacht. Aber ich hab ja, Peter, die faule Sau. Ja, ich habe auch Gold wieder gebrannt. Das Gebäude ist fertig. Oh, das heißt, wir können Tiere kaufen. Ja, aber wir haben hier noch, haben wir erstmal hier ein Löchlein. Achso. Was? Ja, ja, also ich sehe da noch dicken, wo kriegen wir denn wohl den einen Zaun her? Hm, keine Ahnung. Vielleicht der vor meinem Haus steht. Ah, du kümmerst dich um die. Dann bau den mal ab. Wird ist der dann kaputt? Ja. Kann passieren, glaube ich, aber muss nicht. Ich kaufe dann mal Tiere, ja? Wo sind denn die Mayonnaise-Dinger eigentlich? Direkt hier neben dem Hühnerstall. Hier ist doch baumstumpf, können wir den fällen? Wir brauchen drei Mayonnaise-Dinger jetzt. Ja, kannst du doch auch bauen, oder kann nur ich die jetzt bauen? Wir brauchen Holz, Stein und oh, wir brauchen Erdkristalle. Oh oh. Ja, davon habe ich nämlich die zwei, die wir hatten, benutzt für die zwei Mayonnaise-Maschinen. Ja, schade. Hä? Wo gehst du hin? Okay, ich gehe jetzt fischen, damit wir die Fische kriegen schon mal. Ich habe okay. den Zaun repariert. Ich glaube, wir können heute keine Tiere kaufen, weil Mani sich denkt, ich bin in meinem die Zimmer. Halt, die ist die faulste Sau. Ja, aber das ist doch erst 9.20 Uhr. Nee, nee, heute ist, ich glaube, heute ist geschlossen. Mani ist mit Abstand die faulste. Ich glaube, heute ist geschlossen. Ja, heute ist da, glaube ich, nichts. Heute macht die mal frei. Ist nie da. Was? Ist nie da. Ich glaube, die hat wirklich relativ wenige Öffnungstage. Ah. Weil die halt auch die teuerste, die ist am teuersten von allen auch. Die hat Montag und Dienstag frei. Heute ist Yoga-Tag, sagt Chat. Jetzt kommt bald Oh, was mache ich eigentlich mit meinem Ticket? Da gehst du zum Bürgermeister ins Haus und dann kannst du dir da reinwerfen, das Ticket. Was kommt bald die Affären-Quest. Die mit der Unterhose. Ja. Die ist so geil. Sagen wir mal Holz. Wo ist denn... Da ist die Blume meines Lebens. Christian ist da wirklich hinterher, ey, sich Abigail bei den Ladies gut zu stellen. Abigail, fuck you, Alter. Ich hab doch gestern die Sequenz mit dir gehabt. Ich will nur mit dir befreundet sein. Der hat schon Videospiele gespielt. Als ob du schon mit der Videospiele gespielt hast. Oh, wie kann das sein, dass du dich mit allen so gut stellst? Ja, wie viele nicht? Ressourcen gehen dabei flöten, Junge? Ja, alles. Alles. Den haben wir einfach nur 9000. Ach, bist du aus dem Teletubby, ey. Energie geht gut runter, ey. Wo war der Baumstumpf, der noch entfernt werden sollte, Christian? Brauchen wir nicht mehr. Ich hab den Zaun gefliegt. Ja, okay. Lea, bleib stehen, mein Schatz. Oh, danke. Dieser hat eine interessante Form. Geräusche der Hoftiere sind beruhigend. So, lol. Ich hab erst ein Herz bei Lea. Ist ja voll stressig. Grünalge für einen Snack beim Lesen blauer Turm. Emily. Das hier mit dem blauen Haaren. Grünalge. Davon haben wir einige. Christian Casanova, Leute, wenn man befreundet ist, dann ist man befreundet. Ich weiß gar nicht, was ihr da wollt. Ja, nein, weiß ich jetzt aber auch nicht. Hier geht's immer nur um Verteilung der Gene. Das geht doch gar nicht, oder? Ich glaube, du kannst nur mit Elliot, einer Person. Elliot, verpiss dich von Lea, das aber ist aber mit meine. Denen kannst du dann auch Kinder machen, tatsächlich. Ja. Was schrecklich. Wie in RimWorld. Ich habe jetzt meine ganzen, bei RimWorld habe ich alle, in meinem Feierstand, den ich jetzt spiele, habe ich, verpiss dich, Obdachloser, das ist meine Traube. Alle zu Wrestlern genannt, die es so gibt. Sorry, warte. Ja, The Rock beispielsweise hat jetzt eine Beziehung mit Bianca Belair bei mir.
Die verpflanzen sich jetzt fort. Die verpflanzen sich fort. Okay. Ja, ist geil. Was haben wir? Dienstag. Was ist das denn? Der hat eine Maske auf. Warum das denn? Warum liegt da Stroh rum? Lol, der hat sich einfach für 60 geheilt. Was ein Frechdachs. Bist du in der Mine? Yes. Ey, wir brauchen nur noch 5, dann gibt es wieder was. Jetzt noch 4. Und ich muss rote Gelees töten. Lol, dem mache ich nur 1 Damage. Und der macht mir 20. Okay. Sollte nicht hier Abigail irgendwo sein. Eine Regenbogenforelle. Was brauche ich überhaupt für Flussfische? Aquarium. Flussfische. Tigerforelle. Wo kann ich die farmen? Du bist nicht Abigail. Kann ich überhaupt schon farmen? Ich habe noch keine Tigerforelle. Okay, laut Chat können wir den Sprenkler bauen. Aber ich kann den nicht bauen, Chat. Ich schwöre euch. Okay, ich schau nach. Vielleicht kann ich den ja bauen. Natürlich Insane. Ja, die Bärenstadt. Aber hier soll irgendwo Abigail sein. Und das Wiki lügt mich an. Das soll östlich, beim See östlich vom Schreinerladen. Da bin ich doch. Ich kann den Gammel... Steht auf der Brücke neben... Also wenn du da von dem Haus von der rüber gehst? Ich kann den Gammelsprenkler bauen. Doch, da war mitten drin der Sprenkler. Ja, der. Das ist aber der falsche, Chat. Wir brauchen nicht den... Der Schmutz. Ja, echt mal. Wir brauchen nicht den. Ja, trotzdem gießen. Ach, Chat, wir brauchen nicht. Ja, ist echt los, der Mann. Mann, wo ist denn der Gang nach unten? Ja, wie geil, das ist unauffindbar. Ist die nicht auf der Brücke oder am Wasser? Ja, ich habe sie nicht gefunden, zumindest. Ich gehe jetzt mal Abigail, kurz. Abigail, hält die nicht gerade Händchen in der Mine mit Christian? Ja, das Gefühl habe ich auch. Ich bring mal ein bisschen hier Bündelzeug weg. Sammeln muss man doch auch. Hast du auf die Jahreszeit geachtet? Ja, ja, habe ich. Sammeln Herbst, sammeln Sommer. So, haben wir schon mal 2. Wir brauchen zum Sammeln Sommer nur noch die Edelwicke. So ein bisschen pink. Rosa, wie auch immer. Mann! Ich weiß, wie kriege ich jetzt diese Tigerforelle? Bündel. Fische. Ja, das ist doch echt ein schlechter Witz. Ich habe gleich das ganze Ding hier leer. Im Herbst und Winter. Die zockt einfach. Das kann ich verstehen. Ja. Okay, das ist wirklich ein Creep, ey. Ja, ein bisschen schon. Ja. Ah, da ist die Edelwicke. Komm, bringen wir die noch kurz weg. Da haben wir ein Bündel fertig. Am Strand gibt's, glaube ich, auch ein Bündel Zeug, was du abholen kannst. Du meinst sowas wie Muscheln und so ein Shit? Ja, hier ist gerade eine. Aber ich will die jetzt nicht aufheben, weil ich Fische fange. Okay. Bündel Sommer. Zack. Stark. Die Edelwicke kannst du auch Abi schenken. Ja, das ist mir jetzt aber egal. Okay, wir haben 30 Sommersaat bekommen. Noch mehr. Oh, wir schalten jetzt aber neue Bündel frei. Nice. Das heißt, jetzt kriegen wir das Geldbündel und das, glaube ich, das Schmiedbündel. Nur das Schmiedbündel bisher. Ah, okay, das ist aber easy. Ja, das habe ich auch relativ schnell geschafft. Das ist das erste, was ich komplett geschafft habe.
Bett, ey, manche gehen aber auch früh ins Bett und das sag ich. Ja, die, vor allem stehen die auch erst um 9 Uhr auf. Das ist so lame. Das schwarze Brett ist am härtesten. Ja, da stimme ich dir zu. Das habe ich auch noch nie geschafft, glaube ich. Bin ich jetzt kurz davor mit meinem anderen Sprechstand. Oh Gott, was ein Fisch. Oh mein Gott. Was willst du von mir, Fisch? Was bist Scheiße, du? Ich wollte zum Strand gehen. Dammit. Alter! Mit ihm. Guck nicht so. Oh. Scheiße. Oh. Nein! Nein! Krieg dich. Ja. Ich muss ja sagen, ich musste die Mine wieder verlassen. Ach, super Seegurke. Also ich brauchte nur noch eine Treppe, aber da waren dann irgendwie, ich habe die nicht gefunden und da waren dann 4 von diesen roten Fledermäusen. Oh. Und ich habe nur noch 20 Leben und 32 Energie. Also bist du nicht umgefallen? Nee, umgefallen mich nicht. Ja, das ist doch in Ordnung. Boah, ey, ich glaube, wir werden reich gleich bei der Super Seegurke. Ja, die brauchen wir nicht mal für ein Bündel, ne? Nee. Ich gebe gerade Sachen ab für so ein Bündel. Dachte ja, aber die war anstrengend, die Super Seegurke. Wo war das denn nochmal? Okay, wir gucken morgen dann nochmal. Wie teuer ist so eine Kuh wohl? Ich glaube, wir können am Anfang nur Kühe kaufen. Da brauchen wir auch einen Eimer. Und da brauchen wir auch eine Käsemaschine. Eimer, Mama. Wait, habt ihr die Sachen schon abgegeben hier? Weintraube und sowas? Ja, die Sammelsachen habe ich abgegeben, ja. Ach so, da hätte ich ja essen können. Noch eine super Seegurke. Reich. Also, kannst du mal gucken, so ob ich bei diesem Muschelbündel so ein blaues Rohr brauche? Da kannst du selber, indem du über die Seegurke hast. Ja, ich muss aber laufen gerade und Peter chillt schon zu Hause. Ja, ja. Ein blaues Rohr, sowas wie eine Strandschnecke. Guck mal, Stream. Nee. Brauchst du nicht. Kann nicht verkauft werden. Okay. Gut. Wird spät. Ja. Das muss ein Grund sein, dass die Super Seegurke violett ist. Oder lila. Ja, wenn die violett ist, dann ist die doch bestimmt für Abigail. Ich glaube, das liegt an den Baltimore Ravens, dass die, ja, das die kann Super natürlich Seegurke auch sein. Lila ist. So, was liebt die denn? Die liebt Amethysten-Bananenpudding. Ja komm, Alter, Bananenpudding kannst du ja sonst wohin schieben. Kugelfisch. Boah, voll die schwierigen Sachen, ey. Was? Amethyst ist doch nicht schwierig. Ja, Amethyst ist cool. Oder, also die mag auch Quarz, den findest du ja auch. Ja, Quarz ist aber nicht lieben. Ja, okay, aber mag ist so okay. Ja, mag ist okay. So, ich lieg drin. So, jetzt bin ich gespannt, wie viel Money die gibt. Oh, was passiert jetzt? Jetzt los, passiert gar nichts. Was Bild? Letzte Nacht gab es ein Erdbeben. Ein Erdbeben? Bin ich aus dem Bett gefallen. Geil, wehe, die Pflanzen sind jetzt alle im Sack. Boah, tschüss, 1,9. 468. Für die Super Seegurke. Boah. Alter. Wie geht's dem Hund? Wie geht's den Hühnern? Was mit den Tieren beim Erdbeben? Ich weiß es nicht, ich weiß gar nicht, was das bedeutet. Die sind, glaube ich, alle tot. Gott sei Dank haben wir die Kühe noch nicht gekauft. Mal gucken. Was heißt denn jetzt das Erdbeben? Macht das irgendwas? Ja, guter Auftrag. Louis! Der Schlingel! Die Sau. Was ist der für... Ja, guck mal da, lies mal deinen Text. Ja, der hat seine Unterhose verloren, und? Ja, ja, aber der Ort ist die, relevant. Warum er die wohl verloren hat? Ja. In einem Schlafzimmer von einer Dame. Aha. Muss Abigail gewesen sein. Nein! Das ist ein jutes Mädchen. Schläft nicht mit dem Bürgermeister. Das macht nur die Faule. Wofür ist denn das Erdbeben jetzt so das Event? Ja, weil Spaß freigeschaltet. Wir sind jetzt oben da, wo der Obdachlose wohnt.
Ach so. Ich dachte, waren wir da nicht vorher schon drin baden? Nee. Krass. Was war das? Der ist voll der Cheater. Ja, der hat die aufgewertete Dingens. Okay, jetzt ein Tier holen. Ja, ja, das ist der Plan für heute. Ist der Plan für heute? Okay. Zwei Kühe oder so, je nachdem, wie viel wir uns leisten können. Ach, und wichtig, so. Wir brauchen mehr Mayonnaise-Maschinen. Ja, dafür brauchen wir halt, ne? Weißt du ja selber, Erdkristalle. Ja, die kriegst du in der Mine, ne? Das ist korrekt. Da plane ich hinzugehen. Ich mach erst, ich hol uns erstmal, ich will erstmal die, wenn ihr die, denn die Mine kriegst du in der ungefähr 30, ich glaub 30 bis 40er Höhe. Wenn ich mich noch recht erinnere. Ich weiß es auch nicht mehr so ganz. Die Hose kann man in die Suppe im Lau tun und ein Secret bekommen. What the fuck? Boah, Alter. Boah, die Suppe schmeckt aber heute richtig salzig. Ja, käsig. Mm. So, wo kann ich denn das reinschmeißen? Da. Du bist der alte Lustknabe. Mega. Hab ich ihn jetzt bekommen? Sommerkürbissamen. Bist du das Tierchen dann holen, Peter? Ja. Die Sommerkürbisse anpflanzen. Howdy! Tiere kaufen. So, Kühe. 1500 kosten die. Okay, kaufen wir direkt 4? Passt für mich. Nee, hol erstmal Zubehör. Obwohl, das können wir auch noch zusammenfahren, weil wir brauchen ja mehr zwei Kühe und so ein Shit. Gucken wir mal wegen dem Zubehör, oder? Ja, zwei Kühe bringen halt nur zweimal Milch, wa? Richtig, aber dafür brauchst du erstmal diese Melkmaschine für jeden. Oder zumindest für einen. Boah, wenn jetzt, ich sehe schon, Louis. Ja, du brauchst halt einen Melkkübel, der kostet 1000. Nochmal einfach Andi, Jo Heinz und Andi. Ja, aber pro Kuh, ernsthaft. Oder? Achso, scheiße, wir haben ja schon Jo Heinz, das hab ich vergessen. Peter. Mann. Nenn dir doch Andi, die Kuh. Ja. Oder wenigstens Gnu. Nein, da kommen jetzt noch Jules rein. Wir brauchen ja auch nicht drei Eimer, oder? Ich würde einfach da eine Kiste reinmachen mit dem Eimer drin. Alter, ist schon wieder Super Seegurke am Start oder sowas. Was sind das für Fische? Ich bin Stufe 7 bereits. Wieso höre ich hier Bienen? Also sind das Fliegen oder sind das Bienen? Fliegen. Ey, dieser Fisch ist irre. Da ist ja der Bürgermeister. Wo ist denn die Hose von dem? Ja, bei Mani oben in ihrem privaten Keine Chance. Raum. Bei wem? Mani, die Tierverkäuferin. Ah. Wait, aber wie kommt man denn in den privaten Raum? Da kommt man doch gar nicht rein. Doch, da musst du halt befreundet sein mit ihr. Ja, bist du doch bestimmt schon, oder? Nee. Ich glaub, ich nee, du nicht, aber Christian. Achso, ja, Christian, für mich dich wundert das. Wer ist dort? Mani, ach, nee. Ach, die ist wieder nicht gut genug, oder was? Nee, aber die treffe ich halt nie. Hier rumsteht. Dämonengras versteckt sich. So, was mache ich denn mit Schattenessenz? Die kommt auch hier in die Truhe bestimmt irgendwo, oder? Wie heißen jetzt die Kühe? Andi, Jules, Ben und Martin. Okay, und was genau melken wir bei denen? Oder melkst du dann bei denen? Bei Jules, da bin ich gespannt, was du. Also ich pack da jetzt eine Kiste rein mit dem Melkkübel. Und dann kann ja, da okay. Jeder melken. Ja, aber ich frage mich immer noch, was melkst du da, Peter, bei den Typen? Milch, das ist doch egal. Finde ich echt ekelhaft, wenn du da die Milch von Jules melkst. Und Andi und Ben. Martin. Kann man die irgendwann schlachten? Nee.
Das wäre wiederum cool. Verkaufen nur. Also was dann damit Martin passiert, Martin ist ja auch nicht mal bei Pete's Meat. Ja, also das haben wirklich so viele da drunter geschrieben. Ne? Deswegen kann man den ja auch schlachten. Was kostet so eine Kuh? 1200. Also fand ich jetzt noch okay genug, um 4 zu kaufen direkt. Ja klar, nee, nur weil hier steht für 400 wieder verkaufen. Achso. Andi scheint neugierig, aber ein wenig vorsichtig. Aha. Kann man die nicht streicheln? Ja doch, habe ich schon gemacht. Kann man nur einmal pro Tag einer von uns. Achso, nur einer. Okay. Ja. Ey, was ist das für ein Fisch? Das ist kann ich die schon melken? Nee, die sind noch zu jung zu melken. Aber der Eimer dafür ist in der Kiste direkt daneben. Ja, habe ich gesehen. Okay. Passiert über. Okay. Boah, die sind gerade alle rausgestürmt. Ja, ich habe das Tor aufgemacht. Stimmt, wo ist denn das fucking Abigail eigentlich? Das ist hier alles ganz schön stressig. Ey. Was haben wir für einen Tag? Mittwoch. Martin echt nicht mehr bei euch? Wie kommst du denn auf den Stoß? Ja, weiß ich auch nicht, wie die Person da drauf kommt. Wieso soll der Martin nicht mehr bei uns sein? Doch, der ist noch bei euch. Uns. Bei euch. Nee, der ist noch nicht mehr bei uns. Was ist denn Monas Grab? Es gibt einen Friedhof? Moment, jetzt bin ich gerade komplett lost. Ja, der ist in der Mitte. Also wenn du den Dorfplatz bist, im Süden. Hä? Ja, auf dem stehe ich gerade, da beim Sewer-Eingang. Da müsste Abigail sein. Unsere geliebte Mona, nee. Ich werde hier komplett verarscht. Ja, was will Abigail hier? Abigail, ich schenk dir, was schenk ich dir? Amethyst ja. Oder Quarz? Nee, doch, Quarz. Das ist so ein dummes Geschenk. Nee, ich hab Hayley gerade was geschenkt, die war nicht happy. Da ist Abigail, oh mein Gott! Das ist jetzt der Riesenzufall, habe ich Quarz dabei? Natürlich nicht! Sehr gut, Peter. Was hast du dir geschenkt? Nix. Nein, Hayley. Achso, Hayley habe ich irgendwas, was ich am Boden gefunden habe, geschenkt. Müll. Ich habe gerade richtig viel fürs Museum. Leck mich am Arsch. 3 neue Belohnungen. 4 neue Belohnungen. Brennt. Das ist eine Mega-Belohnung. Oh, das ist ja Hayley. Hallo. Mit dir hat noch nicht gequatscht. Okay, ist dieses Wiki so veraltet oder bin ich irgendwie wirklich falsch? Ne, wir sind noch im Sommer. Mensch, ich hätte ein Eis. Welchen Tag? Mittwoch. Mittwoch. Und was steht da? Eine Überschrift? Ne, die geht erst um 18 Uhr zum Friedhof. Ah ja, okay. Heißt alles richtig. Aha. Alter, wir haben schon wieder 18 Uhr. Ich bin gerade losgelaufen. Jetzt hat der Kacker hier schon wieder zu. Ich mag dieses Zeitsystem nicht. Ja, haben wir schon mal gehört. Ja, Christian umgarnt halt immer von 9 bis 18 Uhr Hayley. Und ab 18 Uhr ist halt alles andere zu. Guck mal, das ist Abigail. Ja, die müsste jetzt zum Friedhof gehen. Der habe ich jetzt das zweite Geschenk die Woche jetzt gemacht. Geil. Ein bisschen guter. Ich hab Schöne ist, du kannst auch Abigail haben, dann nehme ich mir Hayley. Eins von beiden. Nee, ich habe dir eine Edelwicke geschenkt, weil die hatte ich gerade noch über. Ja, das habe ich auch Hayley geschenkt. Das fand Hayley gar nicht gut. Fand Abigail auch nicht geil. Ja. Ja, weil jetzt weiß ich schon wieder nicht, was ich tun soll. Mine ist zu spät. Bäume fällen oder Steine. Wo sind denn hier Bäume? Noch auf unserem Hof oder auch außerhalb vom Hof kann man Bäume fällen. Ach so, das wusste ich. Ich dachte immer, das musst du hier machen. Aber habt ihr nicht gesagt, wir brauchen Steine? Ich glaube Steine. Deine Spitzhacke ist nicht stark genug. Schade. Dann fäll ich mal die Bäume. Wait, hier stehen 2 Bäume, Peter. Ja, okay. Wusstest du, dass ich hungrig bin? Das sieht lecker aus. Ich habe ihr gerade Quarz geschenkt. Will sie mich verarschen? Frisst die Quarz? Wer, was? Ja, das ist die. What the fuck? Ach, das ist ihre Aber immer ruhig die Quarzesserin, Peter. Das will die doch nicht. Dankeschön, Dani und Nifa Draws und Schwensi und Mr. Movo und Dog of War und Big Boss und alle anderen, die gesubbt haben. Vielen lieben Dank. So,
So, diese Reaktion ist so eine Community-Legende. Ja, okay, das kann ich mir vorstellen. Das ist auch ein bisschen witzig. Ich gehe schon mal ins Bett, dann gehe ich mal eben auf Klo und gucken, was in der Küche so gut riecht. Ich komme gleich wieder. Ja, das ist alles Klärchenbärchen. Warte mal, was ist das denn hier? Das ist ja hier aber nicht gut aufgeteilt. So, wenn wir jetzt Kühe haben, können wir eine Milchmaschine bauen? Wahrscheinlich nicht, wa? Eine Käsemaschine meine ich natürlich. Können wir natürlich nicht. Lohnt sich ein Bienenhaus, Jay? Weißt du das? Farmt halt alle, ist halt einfach passives Einkommen, ne? So, das füllt halt alle, keine Ahnung, x Tage, ist halt dann Honig. Den kannst du dann auch wieder in so ein Fass stecken, dann kriegst du ein Met raus. Dann kannst du halt Geld verdienen. Hm. So, alles ist Geld. Kannst auch, auf was Gras stellen, da auf das. Ja. Braucht man wohl auch fürs Bündel. Also, warum nicht? Nicht der nächste dagegen. Ich habe auch einfach alles immer einmal gebaut, wenigstens. Mhm. Aber auf dem coolen Hof, den Standardhof, da kriegst du, hast du auch so viel Platz, dass du da mal auch was anderes machen kannst. Ja, Chat sagt auf jeden Fall, Bienenhaus ist stark. Also, ich hab gefangen. Eine Rotbar. Ich hab jedes. Ich brauch drei Fische, muss ich fangen im Ozean. Ich hab nicht einen davon bekommen. Ich hab Rotbarbe, Buntbarsch, Kugelfisch, Superseegurke, Heilbutt, Müll, Flunder. Als ob ich die richtigen. Kannst du mir den Tiere Kugelfisch kommen. Überlassen? Ja, den wollen wir in Stingles stecken. Ne? Der ist für Bündel, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, ich dachte gerade, du zählst die Sachen auf, die wir nicht fürs Bündel brauchen. Nee, Kugelfisch, der muss. Das ist das Einzige, was ich für Bündel habe, aber nicht für Sommerbündel. Aber ich kann, ich lege das in die rechte Truhe, dann kannst du das ja dann. Nee, Kugelfisch ist das Einzige, was Abigail liebt, deswegen bin ich drauf gekommen. Der Rest ist mir egal. Aha. Ein bisschen Holz gesammelt. Dankeschön, Topse, Infernal Gear, Sirico, Tool Rules, Kamsa Charisma. Dankeschön für eure Subs. Ich hoffe, ihr habt einen entspannten Abend. Hier so ein bisschen Stardew Valley zocken macht mir immer sehr viel Freude. Wer hat mir den Riesenbär da ins mein Haus gesetzt? Alter. Das hässliche Teil, ey. Boah, wo ist das hier? Ja, aber ganz ehrlich, die Belohnungen vom Museum sind ja absoluter Schmutz. Ich habe 5 Belohnungen oder so freigeschaltet. Die sind alle scheiße. Ja, die sind auch scheiße. Ja. Mit hier. Danke, Luca Korb. Habt ihr die Serie Fallout gesehen? Ja, haben wir auch schon, oder ich zumindest, kurz im Podcast drüber gesprochen. Ich glaube, mittlerweile haben dann auch mehr gesehen. Ist eine sehr gute Serie. Eine der besten Videospielverfilmungen, die ich bisher gesehen habe. Ist halt Fallout, ne? Wenn man Fallout liebt, liebt man die Serie. Wenn nicht, dann nicht. Da hat man mir auch eine Lampe in die Bude gestellt? Nee, die ist neben dem Bett. Ich finde die auch irritierend, weil ich die nicht kenne, aber die ist neben dem Bett bei mir. Boah, 2300 voll. 2,5, Alter. 2,5 sogar. Läuft. Super Seegurken gehen ab. Das stimmt nicht, Peter. Ja, im Durchschnitt aber wohl, Harry Sahne. Die meisten schon. Gibt natürlich immer ein paar. Ich wollte gerade sagen, verehrte Seelen, aber man darf natürlich seine Meinung haben. Ach, scheiße, jetzt müssen wir auf Christian warten, wa? Yep. Da müssen wir auf Christian werden. Ja, Arcane und Last of Us sind halt auch sehr, sehr gute Videospielumsetzungen, meiner Meinung nach. Also in Serienform. Dankeschön, Mr. Rauke, noch für den Resub. So, Abigail. Was kann man denn? Was machen die Leute eigentlich, wenn man die so heiratet? Helfen die dann auch? Oder kosten die nur Geld? Achso, ich bin gemutet. Ja, du musst einmal annehmen, damit wir hier weiterkommen. Ach so, Chat, falls ihr das nicht gesehen habt, ich habe heute meine Lichter ausgetauscht. Ihr habt ja gesagt, man kann die LEDs ersetzen. Oh ja, habe ich auf Insta gesehen. Das war ganz gut. Die Lichter. LEDs habe ich einbauen lassen. Oh. In meinem Auto. Ah. Weil ich hatte ja Halogenlampen.
Was ist denn das für ein Scheißbär? Finde ich gut. Danke, Mr. Momo. Für 10 Stufen Einsatz. Dankeschön. Den hatte ich eigentlich Jay geschenkt, aber der wollte den irgendwie nicht haben und hat den dann nicht weiter verschenkt. Den hast du mir aber auch so vor das Bett gestellt. Dass, ne? Packt ab. Das ist so schön. Zack. Da steht er. Super. Hab schon voll dekoriert. Ja, kann sich jeder übrigens von uns in dem Museum abholen, weil das ist eine Belohnung gewesen. Ah ja. Mega. Da habe ich 2 Bären. Ja, theoretisch, ja. Boah, Alter, wie die Kühe die in einer Ente? Reihe da stehen, ne? Ja. Ente ist weg. Ja. Ich höre die aber dann noch. Ja, ich muss nicht raten, sie ist wahrscheinlich irgendwie... Mach einfach Rechtsklick die ganze Zeit halten. Hey, seid ihr schon fertig mit Gießen oder habt ihr keine Lust mehr? Ich muss halt... Ich muss zu den Tieren rübergegangen. Wasser nachholen. Und die Tiere muss ich auch gucken. Aber das stimmt schon, das macht halt echt Sinn, dass Jay gießt, weil der braucht halt die Hälfte nur. Ja, wir haben so viel Geld, holt euch mal eine geilere Gießkanne. Ja, ich hol mir mal eine Gießkanne. Das ist eine gute Idee. Ja, die sprengt auch. Braucht man da 5 Kupferbarren oder sowas? 5 Kupferbarren, genau, 5 Kupferbarren, ja. Anni quackt. Bären? Kann man auch Bären haben in dem Game? Bären oder Bären? Bären, habe ich gelesen im Chat gerade. Aber das kann geil. Sein. Lass mal Bären holen. Ich glaub, das machen wir so ein Zoo auf. Alter, wie stehen die scheiß Kühe denn hier? Ich bin gerade sehr froh, dass mein Vater Tierarzt ist. Er sagt, er hat einen Bekannten, eventuell wahrscheinlich aus der Klinik oder sowas, der eventuell einen Rüden, toller Rüden hat. Da gibt wieder das Vitamin B. Vitamin B ist Beste. Alter, mir fehlen bei Haley nur noch 2 Herzen. What? Wie krass bist du am Stissel, Junge? Ich hab, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Herzen habe ich. What the fuck? Christian ist richtig am Start. Aber ja, Jay hat schon recht. Da wird viel Zeit investiert in. Wie viel in Zeit investiert? Ich bin eh gerade auf dem Weg zur Schmiede. Gleich wieder 18 Uhr und dann sagt er so, ja, alles ist wieder weg. Die Zeit ist wieder weg. Ich bin doch eh gerade auf dem Weg zur Schmiede. Die wohnt doch fast da. Ja, okay, das ist natürlich praktisch. Negativ kann man nochmal vorbeischwingen und Hallo sagen. Ja, mal kurz auf dem Weg Hallo sagen. Kupfergießkanne. 2000 kostet, ja moin. Ja, finde ich. Die nächste Station ist 5000, glaube ich. Das ist schon krass. So, heute machen wir aber noch 5 Level. Also irgendwann muss der Buggy sein mit den Fischen. Kann mir keiner erzählen, dass ich nicht die 3 Fische fange, die ich finden muss. Also immer noch Jay keinen davon. Keinen. Jay versucht wieder was zu fängen. Ja, ich versuche. Aber diesmal versucht er wenigstens auch. Ey, ich mache uns so reich damit, aber das bringt halt nichts. Da ist Abigail. Hallo. Ja, doch, das bringt uns schon ein bisschen was. Abigail habe ich diese Woche schon. Die ist gerade auf dem Weg zur Sammelhütte da. Das ist lieb, dass du das sagst, aber die hat bei mir schon von mir schon 2 Geschenke gekriegt diese Woche. Mochte die denn auch beide? Ich glaube schon. Ich habe trotzdem immer noch kein Herz bei der. Ich frage mich, ob ich kriege. Ich habe kein einziges. Wie geht das denn? Ich muss irgendwie schon Herzen bei Lea. Hässlichen Debuff oder so mit mir genommen haben vorher. Und Barsch, let's go! Jawohl! Den brauchen wir. Hundarsch. Jetzt brauchen wir noch einen Thunfisch. Komm, gönn den Thunfisch. Alter, das krieg ich aber auch auf die Fresse in der Mine. Ach, du bist auch in der Mine. Ja. Du musst die roten Slimes killen. Ah, okay. Welches Level bist denn du? Ach, hier. In Dr. Apels Praxis steht ein Pizmeat-Stuhl. Das ist eine Klinik und ja. Woher kommt denn die Quest für rote Slimes killen? Die gab es. Die habe ich vorgelesen. Einfach an dem Ding, oder was? Ja, aber die gab es schon gestern oder so. Okay, hier ist die Treppe. Ah, ja. Da haben wir umsonst Werbung platziert. Voll smart. Lass mich, ich habe Angst. Ja, die machen nur 6 Schaden oder so. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie schon nur noch ein Drittel Leben. Ja, die Schattendinger, die sind übel. Auf! Und wenn die, wenn mehrere von den Fledermäusen kommen, dann gibt's auch ein Problem. Und der da, da macht man gar keinen Schaden. Da mach ich. LOL, was?
An dem macht man kaum Damage. Das ist irgendein Fisch, der ist unmöglich zu fangen. Wer, das ist dieser Thunfisch. Lol, ich hab einen Helm gekriegt. Ein Helm? Ich dachte, das wäre ein Ring gewesen. Nee, ein Helm. Ey, lass mich doch die Schleimte hier. Achso, ja, stimmt, sorry. Der hier ist übel, der heilt sich. Ich hau mit auf den, der heilt. Jawohl. Na komm schon. Lol. Okay, die Quest habe ich nicht mehr. Ach so. Zählt gar nicht mehr hoch. Ah. Ist abgelaufen dann wahrscheinlich, oder? Ja. Wait. Das war nicht. Oh Mann. Aber die sind. Alter, das ist ja. Was ist das für eine Scheißebene, Alter? Aber hier müssen wir alle Gegner killen, weil du hast einen 84 Damage gemacht. Kann man irgendwie später auch mal so Rüstung anziehen oder bleibt man bis zum Ende irgendwie so ein Glaskanone? Ein Weg nach unten anziehen. Da, Knappenhelm. Das Gesicht ist unbedeckt, um den Luftstrom zu. Achso, das ist einfach ein Hut. Ja, du kannst halt, glaube ich, Leute, essen. Christian ist Dritter! Lol, Christian. Yes? Ist direkt am Eingang der Weg nach unten. Ja, der ist gespawnt, als wir das letzte Viech gekillt haben. Okay, gut. Du kriegst mehr HP mit Combat-Leveln. Ah. Ich habe ein Gefühl, dass ich irgendwie zu schwach bin für den Shit hier unten. Ja, dann kriegst du so 5 HP mehr. Geil, das hatte ich letztes Mal auch schon. Gut, aber so auf mehrere Level gerechnet. Du kannst ja irgendwie bis Level 10 oder so. Ich habe jetzt schon keine HP mehr, Peter. Ich habe noch 19 HP. Ich muss mal irgendwas essen. Ich habe 30. Geil, eine Blume. Eine Blume kann ich nicht essen. Guter Fisch. Ich will eigentlich nicht die Eier essen. Geh doch zu Jules eine Runde melken. Das ist Quarz, Peter. Geil. Okay, ich glaube, also Gegner haben wir nicht mehr. Wir müssen jetzt hacken. Ja, aber wenn Hacke nicht mehr geht, dann musst du Gegner killen. Das ist halt mies. Und ich glaube, auf den tieferen Ebenen ist das so. Oh, der hat 15 Damage gemacht. Ich wie sind da die so reinhauen? 2 HP. Ich gehe. Ich gehe und damit ist er weg. Hättest du mir wenigstens deine Waffe da lassen können. Das stimmt, das hätte ich wirklich machen können. Aber ich gehe nur kurz in die ins Bad und komme wieder. Oh nein, oh nein. So, nee, warte, geht ja gar nicht. Ich kann ja gar nicht auf das Level. Warum? Doch klar, du kannst da einfach wieder runter. Oh nein, ich habe keine Energie mehr. Nein, ich habe nicht drauf geachtet. Ja, bist du jetzt langsam? Ja, ich bin alles. Nee, alles bist du nicht. Du bist nämlich nicht schnell. Okay, ich bin eine Ebene vor, da wo wir hin müssen. Hallo Lea, komm her. Alter, die Viecher sind ja übel. Ich habe da schon 2 Geschenke diese Woche geschickt. Ich brauche nur noch eine Ebene. Was soll denn das? Komm, lol, was ist das denn? Danke, UP, Tim, Droggebecher, Club Mate, Funny Teleport, Totemhof. Bringt dich direkt bei der vor dein Haus. Ja, das ist ja perfekt. Das ist ja 10 von 10 gut. Ja, kannst du einmal benutzen. Genau. Ja, ist trotzdem geil. So, ich hab's gefunden. Kannst runterkommen. Nice. Obsidianschneide, 30 bis 45 Schaden gebe ich jetzt. Sehr gut. Das ist, glaube ich, die erste gute Waffe. Das erste. Da gehe ich doch direkt mal eine Ebene tiefer, nur mal zu. Ja. Nur mal zu gucken, wie viel Damage wir jetzt knüppeln. Ja, fuck you nämlich! Haha! Damn! Abigail. Ja, moin! Damit, Leute, ich habe direkt einen Ring gefunden. Was mocht ihr die nochmal? Kugelfische, ne? Ja. Abigail? Ja, doch, lieb die. Doch wirklich? Echt? Okay. Ja. Ich dachte, ah, du verarschst. Muss ich abgeben. Nee, ich habe nochmal den Knappenhelm gefunden. Mega. Will einer so einen Helm haben? Nö. Der ist schon stylisch, aber nicht so stylisch. So hier an dem Gold vorbei? Ja, gehen? Damit platzen die ja. Oh, oh mein Gott. Aua. Oh, ein violetter Pilz, den müssen wir noch abgeben. Nice. Alter, der nervige Thunfisch, ne? Arm, Junge. Boah, das Schwert ist super. Oh, oh. Der ist wirklich 10 von 10 aus.
Boah, wenn der mich getroffen hätte, wäre ich weg gewesen. Peter, ich geh mal. Jo. Also, du regenerierst richtig schnell in dem... Oh mein Gott, du hast so eine Kiste gefunden. Ja. Und? Ja, muss man beim Schmied öffnen. Achso. Oh, ich geh mal nach Hause, wa? Boah, das hat richtig Aua gemacht. Gibt's eigentlich irgendwie Stiefel, dass man ein bisschen schneller rennen kann? Das wäre cool. Ein Pferd kannst du später haben. Ja, du kannst auch Bücher lesen. Schwert ist... Ach, Schwert. Pferd ist, glaube ich, gar nicht Bücher so her? Teuer. Vom Bücherverkäufer. Achso, den kenne ich gar nicht. Der hat so einen Zeppel, der hat so einen Ballon. Lol. Das sind dann so permanente Sachen? Ich glaube schon. Oh, Christian, ihr habt jetzt wieder eine Chance mit den Patriots. Was? Die Broncos traden für Quarterback Zach Wilson. Er ist weg von den Jets. Oh. Die Wilson-Dynastie ist vorbei. So, haben sie jetzt auch den besseren Wilson. Kaktusfrucht, Ahornsirup, Eichenharz oder Kiefernteer, dann haben wir das Pilzding. Dann haben wir Brückenreparatur. Und Ahornsirup kann man, glaube ich, machen, indem man einfach so ein Ding doch an den Baum. Ja, aber ich glaube, den kann ich noch nicht bauen. Ich habe da vorhin mal geguckt, aber vielleicht habe ich es noch übersehen. Herstellung. Ne, ich kann das noch nicht bauen. Aber das hat doch gar nicht so lange gedauert, oder? Ja, ich also ich habe in meinem anderen Speicherstand auch schneller gelevelt, muss ich sagen. Ich glaube, weil meine Frau einfach weniger gemacht hat als ihr. Achso, ist das denn Holzhacken oder Farmen? Ja, ich weiß nicht, welches Level man steigen muss, um das freizuschalten. Die Jets haben ja jetzt nur Aaron Rodgers, ja, aber der verletzt sich ja auch direkt wieder in der Saison. Ich glaube, der ist körperlich einfach ein bisschen durch. Unabhängig davon, wie gut er ist. Danke, wie war es? So, ich sollte auch mal nach Hause kommen, ne? Ach, Quatsch. Aber das wäre geil, wenn wir diese, wie macht man das denn frei? Dieses Minecart. Mein Gott. Spitzhacke. Nee, ich meine, die einen durch die Gegend fahren. Die zum Beispiel die Mine mit der Bushaltestelle verbinden. Achso, keine Ahnung. Lore, genau. Die Hannelore. Wesischnitt. Ey, wir haben Kugelfisch, den können wir da abgeben, oder nicht? Den hat Jay, glaube ich, schon abgegeben, oder? Nee, jo, hat er nicht. Hat er abgegeben. Ja, der Kugelfisch, den hat er freundlicherweise für mich zurückgehalten, für die Abigail. Das ist richtig. Oh, dann nehme ich den ja nicht. Ja, Haley ist schon, hast du die Tasche gesteckt für Abigail, ne? Haley. Ja, natürlich. Haley will immer nur so gecraftete Sachen. Wo ist er denn? Obstsalat, pinke Torte, Sonnenblume, immer im Inventar wieder. Hast du wirklich? Nein, der ist in der Kiste. Hab ich nicht gesehen. I'm blind. Das ist so ein gelber Fisch. Der war in der unteren Reihe. Jetzt liegt ihn ins Bett, sonst fällst du gleich um. Ah! Bisschen überdramatisiert, sorry. Ja, stimmt. Hat Aaron Rodgers nicht auch letztens irgendwas Komisches erzählt? Die Erde ist eine Scheibe. Nee, was hat er erzählt? Oh, ist der so ein bisschen crazy? Ja, der hat sich einfach da die Einwohner von Green Bay ein bisschen da angeschmiegt. Was hat er denn gesagt? Das war die sind halt auch so Hillybillies aus dem Norden. Ach ja, irgendwer hat HIV gefunden. Ach, das gab es bei uns auch und das habe ich nicht verstanden. Oh. Was ist denn grüner Regen? Ist hier irgendwo ein Atomkraftwerk explodiert oder was? Ja, das konnte man. Holz? Ja, doch, der hat gesagt, AIDS ist vom Government erfunden oder so. Oh Gott. Was sagst du, Jay? Wenn ihr die Spitzhacke habt, es gibt immer so nicht Bäume, also die sehen halt nicht aus wie Bäume, sondern sind so grün. Wenn du rechts rausgehst aus dem Hof, dann hast du so eine grüne Bodenranke. Lol, guckt euch mal die Bäume an, die hier gewachsen sind. Die sind Dschungelbäume gewachsen. Ja, die musst du kaputt machen, die grünen Teile, damit du was für den Dingens kriegst. Ich hab Moos gekriegt. Und was, Chris? Für den... Ein neues Küken ist für das Gemeinschaftshaus.
Ah. Ist das alles so nee. Grün? Doch, Moos habe ich bekommen. Naturgut. Nein, 11 ist nicht real, meinte der letztens. Ach ja, auch gut. Auch eine Banger-Ansicht. Genau, die grünen Stangen muss man ernten. Ja, aber das kennt ihr doch von uns, ne? Nur weil Leute irgendwie Reichweite haben, heißt das ja nicht, dass die klug sind. Naja, definitiv nicht. Da sind wir echt ein gutes Beispiel für. Was machen wir denn mit Moos? Ich nehme mal eins mit. Eins tue ich in die Kiste. Hast du jetzt den Fisch, Peter? Ja, hab ich. Okay. Thank you. Man muss jetzt gut Moos farmen. Okay. Aber, also das braucht man fürs Bündel? Moos? Nee. Nee. Man braucht irgendwelche, man muss Ranken kaputt machen für das Bündel. Die Bodenranken für das Bündel, ja. Sind hier überall gespawnt oder so? Ich sehe gar keine. Wenn du rechts rausgehst. Ja, hier beim Busbahnhof. Jay, du alter Seemann. Und die sind nicht auf der Insel, auf der Insel, ja, auf dem Hof, außerhalb. Was bekommt man denn davon? Strauß fahren? Ja, genau, das kannst du abgeben. Das blinkt bei mir aber nicht. Aber vielleicht haben wir das noch nicht. Das haben wir noch nicht. Das ist okay. Was haben wir denn für eine Quest heute? Ist da etwas Machbares? Ich hätte ja schon Bock, wieder ein bisschen kämpfen zu gehen, ne? Mit dem neuen Schwert. Geistbekannte Monster, jawohl. Zwei Geister machen. Da sehe ich mich. Habt ihr die Tiere gefüttert? Ach, ja. Weil die nicht rausgehen heute? Mhm. Nee, habe ich nicht. Mache ich jetzt. Also gestreichelt habe ich die Kühe, die Hühner zumindest. Aber ich kümmere mich mal um alle. Warte mal, wenn das so krass regnet, wo sind denn die Leute denn alle? Wir haben auf jeden Fall einen anderen Tagesablauf jetzt. Ich gehe gleich nochmal zu dem Dude, der unten alle verkauft, der nur freitags und sonntags kommt, weil das kann uns noch ein bisschen retten, was die Bündel angeht. Was bringt das eigentlich, die Bücher zu machen? Weißt du? Neue Sachen. Ja, aber macht das mal Sinn, dass wir uns da welche holen? Bücher, die findest du oder kannst du kaufen? Also die kaufen ist sehr teuer. Dafür haben wir nicht das Geld. Ach so. Warte mal, wie kommen wir denn an Heu, wenn wir kein Silo haben? Gar nicht. Gar nicht. Das ist scheiße. Wir brauchen ein Silo. Jetzt, was wir brauchen Silos. Oh mein Gott. Ich guck mal, dass wir das bauen. Weil wir haben ja kein Heu, um die scheiß Kühe zu füttern. Ja, das stimmt. Das ist natürlich richtig. Heu kann man bei Manu kaufen. Wer ist Manu? Ja, kostet 50. Ah ne, wir haben 29 Heu. Okay, das ist schon mal gut. Das mache ich gleich, aber erstmal gehe ich nach Silo gucken. Manu. Alter, wie viel Belohnung haben wir denn? Was habt ihr denn da alle abgegeben? 1, 2, 3. Kann super viel abholen. Ja, ja, habe ich doch vorhin gesagt. Unter anderem den scheiß Bären, Junge. Ja, ja, aber also hier sind ja super viele Sachen. Krass. Muss ich erstmal zurückgehen, um mein Inventar wieder leer zu machen. Was ist denn hier los? Oh nein, haben die Freitag Ruhetag oder was? Sieht so aus, Peter. Ja, du brauchst auf jeden Fall Lehm, Holz und Stein. Lehm auch, okay. Boah. Yep. Dimitrios checkt, was die Sache ist. Wir sind alle in der Bar. Stimmt, ich erinnere mich. Wir wissen gar nicht, was hier abgeht jetzt, ey. Ja, wir ja auch nicht. Der saure Regen. Wo ist Lea? Warum ist sie nicht in der Bar? Bei Regen. Ja, scheiße, Mann, das Bild kann ich nicht aufhängen. Steht vor dem Bücherregal in ihrer Hütte. Ja, toll, da komme ich nicht rein. Oh mein Gott.
Es ist verschlossen, nur Freunde von Lea können uneingeladen eintreten. Ich muss zum Schmied. Ich glaube, das wird heute nichts. Wieso? Weil es grünen Regen gibt. Ja und? Ich glaube, ich weiß nicht, ob der noch arbeitet heute. Er hat immer nur bis fucking 16 Uhr auf und es ist 14 Uhr. Lauf. Ja. Lauf. Dass die aber auch immer frei haben. Nehmen die ihren Job eigentlich nicht ernst? Tun die, glaube ich, nicht. Ich glaube, du bist der Einzige, der hier arbeitet. Dieser ja, der ist tatsächlich nicht da. Pelikan-Town. So, jetzt schön gleich nach unten links gucken. Oh. Bündel komplett. Was gibt es? Teleport, Totem, Strand. Das ist halt auch nur einmalig nutzbar. Ja, fünf Stück. Und jetzt können wir, den Dingens abgeben, den Strauß fahren. Ah. Der ist gerade aktiv geworden. 10 Heu können wir abgeben. Hab ich. Ja, ich komme mit dem Straußfahren vorbei. Na, ihr seht ja, okay, selber gucken, was du da abgeben musst. Wir müssen auch hier einmal die Bäume alle anzapfen, die drei. Ja. Alter, schicker Helm. Aber anzapfen können wir doch gar nicht. Willst du auch einen haben? Nee. So, Aprikosensetzling, gewöhnlicher Pilz, Hopfenrohr, Auster brauchen wir nicht, ne? Können wir selber easy finden. Wo ist denn das, wo wir die Sachen abgeben? Ja. Rechts direkt an der Wand. So, ach so, da. Spielt er mit Mods? Nein. Ich weiß gar nicht, wie das ist mit Mods aktuell. Der Patch ist ja relativ neu. Auf gar keinen Fall. Kaulbarsch. Gefrorene Geode, die haben wir da auch noch. Ich weiß gar nicht, was so Mods, was ist da. Ich glaube, es könnte wirklich sehr, sehr coole Mods geben. Gibt's Nacktmods? Bestimmt. Frag für Christian. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich frag für Christian. Schon alles aktualisiert, krass. Was ist denn da so geiles Chat, was ihr so gut findet? Ich stehe hier mit so einem Demetrius ist hier unterwegs. Der hat so einen Mods, geil. Was? Ja, das ist ja quasi Nacktmods. Also Porträt-Anime, wow. Ja, okay. Dann stehe ich mir die aus dem Wohnwagen aber ganz cool vor. Wollte mich jetzt nicht so ganz ab. Die sieht aus wie Bulma. In alt. Aber Bulma war doch. Wo ist jetzt Bulma gerade XY-Mod auf der Map? Das finde ich. Ich habe Eventual Dragon Ball letztens nochmal geguckt und Bulma 16 laut ihrer eigenen Aussage. Im Moment, aber wann? Bei Dragon Ball? Ja. Okay, bei Dragon Ball, aber bei Dragon Ball Z oder ja, Super ist die 85. Älter. Bei Z ist die nicht 85. Bei Super wahrscheinlich. Wird die irgendwann so richtig eine Oma? Nee, Oma nicht, aber die wird. Wobei, heute gibt mehrere Bulmas. Was? Natürlich gibt es mehrere Bulmas, klar. Die reisen doch durch die Zeit. Bulmas? Schon bei Z reisen die durch die Zeit. Ja. Sehr, kommt da Trunks. Außer Zukunft. Ich kann mich gar nicht mehr so ganz genau dran erinnern. Ich habe Kai geguckt. Das ist gar nicht so viele Jahre her. Kaulbarsch. Super, Schüler, ich auch, der spuckt nice. Feuerbälle, bitte was? Ja, Jay, weißt du, was Kaulbarsch ist? Das ist nämlich ein neuer Fisch, den wir bei einem. Ja, ich glaube, den kannst ein paar du aber angeln. Den habe ich auch schon ein paar Mal gefarmt. Okay, gut. Aber muss man mal gucken, ob man den jetzt angeln kann. Ich weiß es gerade nicht. Lobolob. Alter, ein 120er Crit, ja. Ah, ich hab Kaulbarsch gefangen. Ja, perfekt. Brauchen wir gerade im Bündel. Oh, die habe ich bei Haleys Haus doch da die ganze Zeit gefunden, die Scheißdinger. Geh ich das dann direkt Lore. Ab. Was macht man damit? Den Kaulbarsch. Ach, scheiße. Da ist wieder so ein feuerspuckender Arsch. Lass es. Don't do it. Es war natürlich übertrieben, dass Bulma da halt 80 ist, mein Gott. Die ist im Alter 80. Jay ist da eher so wie Leonardo DiCaprio veranlagt. Getriggert sind, ey. Jay ist da eher so unser Leo.
Also Bulma altert auf jeden Fall nicht so schnell wie Chi-Chi. Ja, Chi-Chi habe ich festgestellt, das ist ja total witzig. Alt. Das ist ja irgendwie, naja, sehr strange. Der kommt ja da zu diesem, wie hieß der nochmal? Der Stier, wie heißt der Vater nochmal? Rinderteufel. Ja, Rinderteufel, nicht Stierteufel. Und dann sagt die einfach so, ja, ich heirate den jetzt. Und er so, ja, cool. Und dann heiraten die. Ja. Das war Zwangsheiraten umgekehrt. Hat sich einen starken Macker geholt. Naja, diese Animes. Vor allem kommt mit Chi-Chi in Dragon Ball auch noch echt jung vor. Dragon Ball, ja. Ah, wieder ein Bündel komplett geregelt, Alter. Ja, die Fische sind, glaube ich, jetzt... Ja, ich habe alle Fische gefarmt für diese... Sommer? Den Sommer. Nice. Nice. Mehr kann ich nicht machen. Da kommt wieder so eine Fickfledermaus. Hau doch ab. Das war ein Rabe. Ja. Ich sehe da einen. Also wenn du den Ultraschall-Sound von so einer Fledermaus nachmachen kannst, Peter, dann immer Respekt. Jetzt haben wir hier oben so eine kleine Insel auf unserem Hof. Was macht man denn damit Ordentliches? Das ist mir noch nicht so ganz klar. Kann man hier auch irgendwie einen kleinen Stall hinbauen? Wofür ist der gut? Brrr. Silos hinstellen. Ja. Wir brauchen Silos. Ja, konnte ich heute leider nicht in Auftrag geben. Oh, vor allen Dingen, lass mal. Oh, ich hab eine Krabbe gefunden. Brauchen wir die noch? Ich habe gleich keine Energie mehr. Ja, das ist auch schon 23.30 Uhr, also. Scheiße. Hühnerstall hier hin. Das Problem ist, hier wächst halt kein Gras. Aber das kann uns theoretisch egal sein, wenn wir Silos haben und das einfach farmen. Aber ist halt auch weit weg von unseren Schlafplätzen. Da muss man ja immer super weit laufen. Das will man ja auch nicht. Dann will ja die Wege kurz halten. Was ist das eigentlich für ein Scheiß, den ihr hier von meinem Haus gebaut habt? Wieso ihr? Ich weiß ja nicht, wer es war. I was in the mine. Guck mal, ich bin schon wieder da. Lieg früher im Bett als Peter. Ich muss noch Mayonnaise verkaufen. Ja, ich guck morgen mein Inventar durch. Chi-Chi ist 11 bei Dragon Ball, ja, Mahlzeit. Jay, wann kommst du denn aus? Was zum Fick, Alter? Der hat wahrscheinlich die ganzen Sachen aus dem Museum da platziert. Was soll der Scheiß? Okay. Mann! Meine schöne Wohnung, was soll ich denn jetzt Abigail sagen? Was denn? Die mag das so rumpelig. Rumpelig? Scheiße, wie baue ich denn das jetzt ab? Du hast noch 20 Minuten nicht zu entscheiden. 10. Boah, das war ganz schön knapp, was ich sagen. Ein Tick. Moossuppe können wir jetzt herstellen. Geil. Frech. So, einen Tag können wir noch, oder? Ja. So, die Krabbe müssen wir nicht abgeben. Hier ist überall so viel Scheiße, ey. Was ist das denn? So, ist jetzt eigentlich mal meine Gießkanne fertig? Alles schön. Ah, die Pepperonis sind fertig. Einen fürs Bündel behalten, Rest verticken. Das erste Warte mal, brauchen wir noch rote Pilze? Ja, wir brauchen noch rote Pilze. So, ich kümmere mich als erstes um die Tiere. Wieso kann bist du wieder in mein Haus reingegangen? Ja, ich habe noch eine Spitzhacke dir geklaut. Achso. Ist deine gerade in Verbesserung? Die Spitzhacke, Mistgabel. Die war doch in deinem Haus, hab ich dir geklaut.
Damit. So. Oh, Smaragd, habt ihr den schon abgegeben beim Museum? Was? Nee. Den. Das weiß ich nicht. Ich geb hier so gut wie nie was ab. Ich geb den eigentlich immer. Immer ab. Ja, ich fahr mir die ganze Zeit die Fische nur. Ja, yeah, ist okay. Was ist denn das für eine Quest überhaupt? Ist das einfach die Quest von, die gerade im Laden ist, oder was? Was? Oder was meinst du mit Smaragd? Der war in der Truhe. Ich glaube, den schenke ich Haley. Ich bin wieder der Dumme, der nur alleine hier gießen muss, ey. Ja, ich habe keine Gießkanne. Ich kümmere mich gerade um die Tiere. Aha. Das ist auch Arbeit. Gestern hat der Schmied sich ja gedacht, der macht mir lieber keine Energie, Feierabend. Das mit. Ja, muss trotzdem gemacht werden. Ich helfe dir jetzt. Das ist fertig mit den Tieren. Die scheiß Kühe geben immer noch nichts. Nervt er mich ja auch noch in meinem Feld hier, ey. Das ist unfassbar, okay. Ich geh weg. So viel muss ich jetzt noch hier gießen? Oh Gott, ja, Prost Mahlzeit. Na, ich muss ja Wasser holen. Aber ich muss auch Wasser holen. Geil. Schmiedi, willst du nicht mal deine Pforten öffnen? Ah ja, doch. Danke, Peter. Jetzt weiß ich, wo ich die Kleidung reintun kann. Ja, ich wusste das nicht, dass da es eine richtige Kommode gibt. Geil. Also, wir haben jetzt gerade das erste geerntet, ja? Ja, Pepperoni, ja. Hast du denn auch eine gesammelt für das Ding? Ja, habe ich. Ja, gut, Peter Smits. Kein Amateur. Nice. Du blickst in Helis privaten Kleiderschrank. Okay. Ich wollte doch nur mit dir reden. Hey, let's go. Ah. So, ich besorge uns jetzt mal ein Silo. Scheiße, dafür brauchen wir, muss ich Sachen mitnehmen. Ach, die Dinger machen die Geräusche. Was für Kacknervviecher, ey. Ja, die hab ich nur ein Leben. Damit wir häufig dann vorbeigehen. Dem Museum spenden. Oh, oh. Ganz zu wenig Leben. Wie kommen wir schnell an Leben? Ich weiß gar nicht, wie man an Leben kommt. Haken. Ich glaube nämlich, ein Leben reicht nicht, ist so meine Theorie. Warum haben wir denn das Leben nicht gesammelt? Das verstehe ich auch nicht. Was macht man denn mit Leben? Wir haben drei Leben. Drei? Aber wir waren noch in einer anderen Kiste Leben, dann hatten wir Leben in unterschiedlichen Kisten. Achso, kann natürlich sein. Na, trotzdem belastend. Ich glaube, vier Leben reicht trotzdem nicht. Chat, wie viel Leben brauchen wir für ein Silo? Fünf, weil dann hätten wir jetzt genug, weil ich habe gerade eins gefunden. Geilotronisch, Alter. Kann ich direkt Gunther wieder was? 10? Ah, wir sind gefickt. Wir sind gefickt. Boah, eine Sense. Wieso genau? Weil wir Leben brauchen und kein Leben haben. Obsidian habe ich dem Museum gespendet. Nice. Was müssen wir dafür grundieren? Kannst du mal gucken, ob da so eine Schnecke schon ist, so ein Nautilus-Fossil? Wo? Unten beim Strand? Im Mäusen. Im was? Im Museum. Ach so. Ja, ich geh mal gucken. Warum fange ich überhaupt weiter Fische? Macht überhaupt keinen Sinn. Naja, gibt Geld. Das stimmt. Ich glaube, da ist so eine Nord- so eine weiße Schnecke. So eine helle, ne? So eine weiße Schnecke, ja. Ja. Okay. Ist schon vorhanden. Kannst auch den Strand umgraben gehen. Das ist gut zu wissen, Chat. Dankeschön. Da muss ich hier nicht unser Gras abbauen. Wait, das Grüne kann man halt wegmachen. Welches Grüne? Kam auch mal für dich mit, Peter. Ist für uns? Bescheid. Ja, du sammelst das aber gerade. Ja. Oder? Ja. Gerade geht schnell. Ich habe schon 8 und da waren ja noch welche in der Truhe. 3. Ich habe genug. 8. Fünf Kupferbarren hat der Chat geschrieben. Machen wir die Wichser denn? Nein. Ja. Aber dass wir diese Zapfanlage für die Bäume nicht bauen können, verstehe ich nicht. Müssen wir im Sommer eigentlich Sonnenblumen anbauen? Stimmt. Boah, Sonnenblumen weiß ich nicht, ob wir die Bündel brauchen. Ja, eine auf jeden Fall. Ja, die brauchen wir hier im Färbemittelbündel.
Dann brauchen wir safe, also Sonnenblume ist ja im Sommer, ne? Dann hole ich, genau, dann hole ich mal einen Sonnenblumensamen. So, arbeitest du Samstag? Tust du selber. Oh, stimmt, Chat. Naja. Hab ich vergessen? Willkommen bei Piers. Warte. Ja, ich hab's auch gelesen. Ach, guck mal, Sonnenblumensaat kostet ja gar nichts. Oh, zack, die gehe ich jetzt so anbauen. Zack, die Bohne. Come on. Manchmal muss man für seine Liebe auch mal 2000 ausgeben. Okay, Silo ist in Bau. Ich habe übrigens meine Gießkanne wieder, die ist jetzt kupfern. Geil. Boah, dann mache ich das als nächstes, ja. Bock. Ich sollte das generell mal jetzt alles da upgraden. Der macht um 16 Uhr zu, hast du gesagt? Haben. Ja. Scheiße. Ja, dann machst du noch? Ah, nee. Ja, machst du morgen, also dann beim nächsten Stream, also wirst du dir das eh safe nicht merken. Das ist absolut korrekt nachgedacht. Was wollte ich hier abgeben? Ach, die Pepperoni. Lea fand den Regen schon ganz schön geil, hat sie gesagt. Ah, zack. Pepperoni ist abgegeben. Geil. Ach stimmt, ich kann auch schon mal einen Kupferbarren, gebe ich auch schon mal ab. Ich bin gerade eh hier und habe Kupferbarren dabei. Und ich wollte die ganze Zeit die Lootbox da öffnen lassen, aber ich komme nicht zum Schmied. Ich komme einfach nicht dazu. Kann man den Sound umstellen? Ja. Dankeschön, Cyberblood und der Blubinator und German Freak und Ayado. Franzir, Locker, Horrorglasses, Sam, Zockerpflaume und Jules. Dankeschön. Wieso seid ihr in eure unterschiedlichen Häuser reingegangen? Oh nein. Also Peter geht bei Jay rein, Jay kommt fuck aus der Tür you raus und geht bei Peter rein. Was macht ihr denn da? Jamie, mir ankauft, die Eier gehen! Wie sieht denn dein Haus aus? Kannst beide in eine Richtung haben, ich will den nicht mehr hier. Aber man kann die Fenster umsetzen, wie geht das? Kannst sie anklicken. Ich will den ganzen Schmuh nicht mehr. Ganze Kacke hier, weg damit. Oh, jetzt zack. Schön. Alles hier haben, die ganzen Scheiß. Christian klaut gerade alles. Ich klau gerade überhaupt nichts. Was ist das denn? Ist das nicht Peter? Was macht ihr denn hier? Was ist das? Ich will Fernsehen gucken. Und mich umziehen. Mann, ich will den Scheiß hier nicht. Benzer gehört mir. Ja, wenn man die Fenster umsetzen kann, ist gut. Dann kann ich das Bild an der Wand machen. Man macht sowieso nicht. Was soll ich denn mit zwei Fernsehern? Das war okay. Das habe ich schon zugestellt. Die mit Scheiße. Die mit Scheiße. Die Sachen habe ich hingestellt. Ja, oh Gott, wie sieht mein Haus aus? Oh Gott. Wer hat mir denn jetzt einen Fernseher geschenkt? Jetzt kannst du gar nicht mehr gucken, was für ein Wetter ist. Das ist schlimm. Oh, geile Mayo kann ja noch vertickt werden. Mhm.
Alter, diese Scheißsteine, die die Geräusche machen. Das. Ich liebe die! Als ob du die liebst! Ja, warum denn nicht? Da kannst du vor allen Dingen, das eine ist ein Drum, das andere ist ein Snare. Also das ist doch super. Ja, dann ist ja toll. Komm, ich gehe in Bett. Hier ist nur noch Unfug in den Köpfen der Leute. Gut, dass es kein TNT gibt. Ja, Chris, der Zweite, es gibt Bomben. Ich hab eine Bombe. Ja, genau, es gibt Bomben, aber ich weiß nicht, ob man die hier planten kann. Sollen wir das mal ausprobieren? Na, Dankeschön, Monkey. Die Knaffi ja, und warte, Bessie. Aber Peter macht den Fenster von Peter kaputt. Ja, aber die ich hab meine im Inventar. Die ist halt einfach eine komplett leere Wohnung. Ja. Ich hab den Fernseher bei mir im Inventar. Hey, Finger weg aus meiner Kiste da. Das ist das Wichtigste. Peter hat da bestimmt ganz viel Shit gebunkert. Nee, ich glaube nicht. Also den ganzen so alte Schwerter und so ein Shit. Nee, die kannst du ja verkaufen, oder? Ja, aber habe ich halt noch nicht gemacht. Ja, aber die braucht man ja nicht mehr. Nee. Das ist eigentlich schade, dass es dafür nicht so ein Upgrade-System gibt, so ein vernünftiges, dass du das in der Mine dann findest oder irgendwie so. Alter, guck mal, deswegen schläft doch der Hund bei mir, weil es bei mir so schön ist. Ja, ist also bei Platz. Mir ist es gerade auf jeden Fall nicht schön, das kann ich dir sagen. Oh lol, hier, die Sachen kann man in den Drawer packen. Oh mein Gott, ja, Moment. Ja, das habe ich auch den Helm habe ich bei Jay in die Truhe getan. Oh, Mist. So ein Mist. Strohhut. Ja, das ist ja praktisch. Schlummer, Schlummer, Schlummer. Das war doch ein schöner Stream, Jay. Ach, Quatsch. Ja, okay. Aber das war okay. Ich weiß, was Peter da geortet hat. Was habe ich denn geortet? War wahrscheinlich irgendwas für Abigail. Ja, natürlich. Was war denn? Das Kristallfrucht-Ding, glaube ich, oder? Aha. Nee, Kristallfrucht habe ich geortet, weil wir das noch im Bündel abgeben müssen. Mhm. Das will Abigail nicht. Mhm. Ich glaube auch, dass die das nicht will. Die will ja sowieso nur den Quarzquatsch. Ja. Würde ich jetzt auch sagen, Peter Smits. Nee, da war nichts Relevantes drin. War ein sehr schöner Stream-Chat. War sehr entspannt. Ich hoffe, das seht ihr auch so. Vielen lieben Dank, dass ihr heute dabei wart. Ach du heilige Scheiße. Wird das passiert? Ich hatte noch den Link gespeichert zu Jays Fotos von Jays zukünftigen Hund quasi und wollte da gerade hinraiden zu Google Pictures. Das ist ja, geil. Nein, gerade. Zu Webseiten raiden fände ich auch mal nicht so verkehrt. Wieso bin ich nicht angemeldet bei Twitch? Was ist das denn? Hast du dich abgemeldet, als du dich auf den LAN angemeldet hast? Anderer ich? Browser? Vielleicht deswegen? Ja, vielleicht. Ich bin gerade sehr verwirrt. Ich muss einfach hier rein. Oh, ja, das war auch sehr gut. So. Vielen lieben Dank euch. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Nacht. Eine gute Nacht. Schlaft süß. Wen reden wir denn? Dr. Freud. Ah ja. Und habt noch einen wunderschönen Abend. Ciao. Tschüss. Ja, gerade sind aber viele Leute online. Ja, gerade ist viel los.